Hallo. Der Titel dieses Panels ist Unchain Democracy. Unchain Democracy. Habe nicht ich mir ausgedacht, ich finde es aber gut. Wir leben in einer Zeit, wo man das Gefühl haben kann, dass wir von einer Krise in die andere geraten. 2007, 2008 ist die Lehman Brothers Investment Bank pleite gegangen. Es hat sich herausgestellt, dass es da eine Kaskade an möglichen Pleiten oder tatsächlichen Pleiten gab, weil die Banken einander immer komplexere Derivate auf Hypothekenbasis geschuldet hatten. Wir haben gerade 2 Jahre Covid-Pandemie hinter uns. Die Logistikprobleme, die dadurch weltweit entstanden sind. Wir haben Rekordinflation. Man könnte meinen, dass alles irgendwie immer komplizierter wird. Reiche werden immer reicher, Arme werden immer ärmer. Es gilt auch für Konzerne, wie wir auch im vorigen Vortrag kurz gehört haben. Google, Facebook, Amazon. Konzerne wie Facebook beeinflussen dann auch noch Wahlergebnisse. Unchain Democracy. Und als Untertitel haben wir Blockchain, Krypto, NFTs. Blockchain, das ist so ein Wort, das wird halt jetzt oft hingeschmissen. Wenn man sich sehr schlau gebärden will, dann sagt man auch Blockchain-Technologie. Das kommt besonders gescheit. Ist aber eigentlich blöd, weil Blockchain ist gar keine Technologie. Eine Blockchain entsteht, wenn ich ein Kryptowährungsnetzwerk betreibe. Also ich nehme ein paar Computer her, lasse auf diesen Computern eine Kryptowährungssoftware laufen, wie Bitcoin, und dann entsteht als Artefakt die Blockchain. Die Blockchain ist eine Datenbank, eine ziemlich komplizierte Datenbank, die bestimmte Sachen kann und andere Sachen nicht kann. Sie ist sehr langsam zum Beispiel, aber jedenfalls keine Technologie. Warum wird der Begriff Blockchain oder Blockchain-Technologie trotzdem dauernd verwendet? Im Jahr 2013, 2014 bekam das Wort Bitcoin so ein bisschen einen Schmuddelcharakter. Das war dann irgendwie doof, weil da werden Drogen gekauft damit oder andere Dinge gemacht. Und dann hat man halt Blockchain gesagt, weil, wie hat Andreas Antonopoulos hat einmal gesagt, wenn man in Los Angeles vor einem Spiegel steht und dreimal Blockchain sagt, springt ein Risikokapitalgeber raus und überschüttet einen mit Millionen. Dann haben wir noch im Untertitel das Wort Krypto und das klingt irgendwie gefährlich. Kryptografie, das ist komisch. Und NFTs. Wir werden zu all dem sprechen. Ich freue mich, dass wir hochinteressante Gäste haben hier auf der Bühne mit mir. Géraldine Debastion, sie ist deutsch-britische Politikwissenschaftlerin. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit Netzaktivisten, Regierungen, Startups und NGOs in der ganzen Welt. Und ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind Digitalisierung, Innovation und Menschenrechte. Und sie leitet die Beratungsfirma Connectiv 2013. Wir haben auf der Bühne Maximilian Hartmann. Er beschäftigt sich seit 7 Jahren mit Blockchain, mit Schwerpunkten wie Blockchain-Bewertung, Metaverse, NFTs, Eco-Friendly Mining und soziale Blockchain-basierte Projekte. Und er glaubt, dass Blockchain der Schlüssel zur Veränderung ganzer Branchen sein wird. Herzlich willkommen. Und per Video zugeschaltet, ein vielplatziertes herzlich willkommen, oh Gott. Per Video zugeschaltet, weil leider kein Flug zu bekommen war, vielleicht auch symbolisch für die Probleme, die in unserer Welt gerade herrschen. Jürgen Geuter alias Tante. Er ist Gründungsmitglied des interdisziplinären Otherwise Network. Er ist Informatiker und Philosoph und schreibt als freier Autor, arbeitet als Berater quasi an den Schnittstellen zwischen Technologie und Gesellschaft. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielleicht nochmal auf das Thema Krypto zurückkommen und dann setze ich mich hin, wenn wir miteinander reden. Krypto, weil ich gesagt habe, das klingt ein bisschen gefährlich. Ich würde gerne dieses Panel in vielleicht 3 Teile strukturieren und das ein bisschen wie eine Zeitreise gestalten.
Und da deutet mir gerade jemand, wir haben eine simultane Übersetzung. We have a simultaneous translation, audio translation. So if you don't speak German, there are headsets to my left. And you can listen to that. You can also listen to it on the video stream. Okay. Krypto. Machen wir eine Zeitreise. Beginnen wir in den 80er Jahren. In den 80er Jahren, Prince und Michael Jackson sind in den Charts. Hip-Hop ist am Entstehen. Techno gibt es noch nicht, aber Acid House. Cool. Und wir haben eine Munitions List, die US Munitions List in den Vereinigten Staaten. Das ist eine Liste von verbotenen Gegenständen, vor allem Waffen und Technologien, die nicht exportiert werden dürfen und die auch im Privatbesitz teilweise nicht erlaubt sind. Und auf dieser Munitions List der USA stand Kryptographie und Verschlüsselung, die strenger, also stärker war als 40 Bit. Das heißt, Verschlüsselung, die erlaubt war, konnte man mit einem handelsüblichen PC knacken. Gute Verschlüsselung war verboten. Es gab eine zivilrechtliche Bewegung, der das nicht genehm war, und diese Bewegung hat sich vernetzt im frühen Internet über eine Mailingliste. Diese Mailingliste hieß Cypherpunks. Cypherpunks, eine Anspielung an das Science-Fiction-Genre Cyberpunks. Cypher ist ein englisches Wort, das so für kryptografischen Algorithmus stehen kann. Und diese Cypherpunks haben sich zur Aufgabe gemacht, dieses Verschlüsselungsverbot zu bekämpfen. Das ist ihnen auch gelungen durch Medienarbeit und Klagen. Es gab dann eine Gerichtsentscheidung, dass Programmcode Free Speech ist. Und Verschlüsselung verschwand von der United States Munitions List im Jahr 1990. Und diese selben Cypherpunks haben dann in den 90er Jahren über Wirtschaft und Politik und alles Mögliche diskutiert und unter anderem auch über die Möglichkeit, ein digitales Geld zu schaffen, das im Internet existiert und das sich von einem Computer zum anderen verschicken kann, von einer Person zur anderen, peer-to-peer, direkt. Digitales Bargeld, das ohne Intermediäre auskommt, ohne Banken, ohne Finanzinstitutionen, ohne Visa, ohne PayPal. Und diese Software hat dann 16 Jahre gedauert, bis sie fertig war, von 1990 bis 2008. 2008 hat sie dann einen Herrn namens Satoshi Nakamoto vorgestellt in dem Cypherpunk Forum, und er hat geschrieben: Banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction in reserve. Und das war in dem Jahr, in dem die Lehman Brothers Bank pleite gegangen ist. So. Jetzt sind wir also im Jahr 2009, 2010 oder vielleicht auch noch in den 90er Jahren, und jetzt setze ich mich hin. Ich stelle jetzt einfach so zum Anfang des Gesprächs diese Frage in den Raum. Brauchen wir eurer Meinung nach eine Form von Internetgeld, das Peer-to-Peer funktioniert, ohne Intermediäre? Oder anders gefragt, war die Erfindung von Bitcoin aus heutiger Sicht, 14 Jahre später, eine gute Sache, weil sie die Menschheit näher ans Ziel einer Dezentralisierung von Geld bringt? Oder war das von Anfang an ein Holzweg? Wer will anfangen? Tante. Also es ist ja, man kann natürlich sagen, man möchte dezentrales Geld haben. Als ich will unbedingt dezentrales Geld haben. Aber die Frage ist ja, ob das halt wirklich ob das gesellschaftliche Problem ist, dezentrales Geld zu wollen, oder ob das Problem nicht eher ist, ich möchte Zugang dazu haben, Geld zu bekommen, ich möchte irgendwie Zugang dazu haben, es vielleicht auch irgendwo sparen zu können, es für mich verwalten zu können, wie auch immer. Also von daher ist es ein bisschen, ich glaube, eine schiefe Frage, weil so ein bisschen die Antwort schon in der Frage mit versteckt ist, also weil halt Dezentralität da schon mit angelegt ist. Also die Frage ist halt, wo ist der Mehrwert davon, dass das Geld eben dezentral ist und nicht mehr politisch demokratisch kontrolliert ist, wie wir das heute von staatlichem Geld kennen, zumindest in demokratischen Staaten, wenn wir jetzt zum Beispiel über westeuropäische Staaten reden. Von daher, für mich ist Bitcoin halt ein interessantes Experiment, hat halt mal mit Code gespielt, aber als politisches Projekt halte ich das für eher nicht so relevant. Danke. Ladies first.
Ja, also vielleicht auch noch mal kurz, weil du mit diesem historischen Kontext gekommen bist, ist es ja auch in diesem Kontext zu betrachten. Als diese Ideen entstanden sind, war die Landschaft des Internets eine ganz andere als heute. Und genauso wie wir heute vielleicht kritisch zurückblicken, auch auf ja, Helden sozusagen der frühen Internettage wie John Perry Barlow und seinen Declaration of Cyber Independence of Cyberspace, ist auch genau ja, dazu eine kritische Reflexion jetzt nötig. Ne? Damals war die Idee, dass wir dachten, da entsteht ein Raum, der vielleicht ganz neu interpretierbar und bespielbar ist, eben ohne die heutigen intermediären Strukturen und auf einer viel basisdemokratischen Art nutzbar sein könnte. Und wir haben aber gesehen, dass es sich leider in ganz andere Tendenzen entwickelt hat und wir jetzt, und ich glaube, das wird ein Kernthema dieses Panels sein, einfach eine Hyperkommerzialisierung unterschiedlicher Lebensbereiche erfahren, die unter anderem auch durch Digitalisierung vorangetrieben wird. Und wir einen ganz anderen digitalen Raum, ganz anderen Space haben, als den, den sich zum Beispiel John Perry Barlow oder die Menschen, die du gerade referenziert hast, damals vorgestellt haben. Und deswegen mögen es vielleicht gute Ideen gewesen sein, die damals entstanden sind, aber wenn wir sie aus der heutigen digital-politischen Perspektive betrachten, sind sie eben auch sehr kritisch zu bewerten. Ich würde auch nicht sagen, dass wir durch die jetzige Kryptowelt, die wir haben, also Kryptowährungswelt, die wir haben, weil ich würde natürlich auch nochmal die Notwendigkeit für Kryptographie in unterschiedlicher Lebensart und Weise für unsere Kommunikation etc. als ganz grundlegenden Wert, den wir brauchen in unserer digitalen Gesellschaft festhalten, aber differenziert zu betrachten von Kryptowährung. Ich persönlich würde auch nicht sagen, dass Kryptowährungen ohne Intermediäre funktionieren, sondern wir verschieben die Grenzen, wo finden Intermediäre statt und welche Macht haben die dann wiederum über diese Systeme. Mhm. Maximilian. Ja, also erstmal muss man auch sagen, wie Tanze schon gesagt hat, Bitcoin ist ein Experiment. Ja, Bitcoin ist das erste Mal in unserer ganzen Geschichte, dass wir ein dezentrales, nicht auf vertrauensbasiertes Geld, Bargeld, schaffen. So, und wenn wir erstmal definieren, was ist eigentlich Bargeld? Geld sollte erstmal drei Funktionen erfüllen. Es sollte irgendwie transportabel sein, es sollte als Recheneinheit fungieren und es sollte Wert speichern. So, per Definition ist meiner Ansicht nach Fiat-Geld schon mal kein Wertspeicher, weil es ist ein inflationäres System, was Werte vernichtet. Und wessen Wert vernichtet ist, es vernichtet vor allem den Wert der Bürger. Das merken wir gerade jetzt sehr stark. Ja, die Preise steigen wie bekloppt, unser Einkommen kommt nicht hinterher, wir verdienen tendenziell immer weniger und kriegen immer weniger für das, was wir sparen. Ja? Also unser Sparguthaben löst sich auch quasi auf. Wir haben es jetzt in Venezuela, in der Türkei etc. gesehen. So, wer löst diese Inflation aus? Das sind die EZBs, das sind die Geschäftsbanken, die das Geld einfach erweitern, willkürlich erweitern. Ja? Und dann kommt die Zinswende und der Wert wird vernichtet. Das heißt, die Schulden werden eigentlich auf dem Rücken der Bürger abgebaut. So, das zieht sich jetzt seit 5000 Jahren. Das hat damit Krösus schon angefangen, als sie die ganzen Münzen verwässert haben. Also aus der Perspektive finde ich den Ansatz, die Idee hinter Bitcoin einfach erstmal faszinierend, weil ich dort wirklich ein Store of Value habe, weil Bitcoin erstmal auf Knappheit begrenzt. Was aus der Ursprungsvision jetzt geworden ist, darüber kann man jetzt streiten. Ja? Das ist nicht dezentral. 95% der Coins sind in 4% der Wallets. Das ist nicht cool. Ja? Also letztendlich, der Ansatz, den finde ich schon ziemlich spannend und ich finde, das ist wichtig, gerade wenn wir über das Thema Freiheit reden. Ja? Freiheit, so gucken wir uns China an, was da passiert. Ich gehe über die Ampel und mein Geld wird gesperrt. Ja? Das heißt, wir reden hier auch bei diesen ganzen E-Währungen ja von programmierbarem Geld. Ja? Ich glaube, die Menschen können sich teilweise gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur ein Konto sperren, sondern ich kann auch definieren, für was ich mein Geld, oder der Staat kann definieren, für was ich mein Geld verwende. Und wenn ich mir anschaue, wohin wir so laufen mit Metaverse und Web3, finde ich es schon beängstigend, wirklich überhaupt keine Kontrolle mehr über mein Geld zu haben. Wir werden über diesen Aspekt, also private, offene Blockchains wie Bitcoin und zentrale staatliche Blockchains oder zentrale staatliche Kryptowährungen später noch sprechen. Du hast vorhin einen Begriff verwendet, den man, glaube ich, ein bisschen erklären muss, nämlich du hast gesagt, Bitcoin ist ein System, in dem man kein Vertrauen braucht. Vertrauen, was du, glaube ich, gemeint hast, ist, man braucht in Bitcoin kein Vertrauen gegenüber einer Person, die man nicht kennt. Also ich kann mit jedem Transaktionen machen, muss aber nicht wissen, wer diese Person ist. Ich vertraue dem Netzwerk, ich vertraue der Tatsache, dass die Blockchain oder das Netzwerk einen ständigen Zustand von Wahrheit erzeugt. Ohne ich vertraue der Mathematik. Also ich vertraue ja mathematischen Mechanismen, das quasi das Vertrauen ersetzt. Aber nicht unbekannten Personen und damit kann ich mit den unbekannten Personen... Ja gut, ich kenne die Miner, also die kann ich ja auf den On-Chain-Daten sehen, das kann ich ja schon sehen, wer das ist, aber letztendlich müssen die Miner oder die Nodes ja gemeinschaftlich auf einen Konsens kommen. Das heißt,
Gemeinschaft oder die Miner müssen zusammen eine Wahrheit finden. Mhm. Ja, das heißt, unterm Strich, man muss sich das so vorstellen, da bilden sich dann verschiedene Ketten, da laufen verschiedene Wahrheiten drauf und am Ende gewinnt die Wahrheit, die am längsten ist. Ja, also die längste Kette quasi wird dann in der Blockchain angefügt, weil man einfach davon ausgeht, dass die meisten Wahrheiten, um das irgendwie mal vereinfacht zu erklären, der Wahrheit entsprechen. Oder Verifikationsstufen. Ne? Ja. Also meine Wahrheit ist ja auch ein... Vielleicht es gibt kommt nicht die Wahrheit, gibt es nicht. Letztendlich ist die Wahrheit alles ein Blick der Perspektive. Ja, ja? Der Konsens, also, muss man halt genau, sagen. Genau, es findet Konsens statt. Ja. Ein anderes erklärtes Ziel, wir bleiben noch ein bisschen in dieser Vergangenheit bei der Entstehung von Bitcoin in den ersten Jahren, weil das eben die Ur-Blockchain war, die erste. Ein zweites erklärtes Ziel der Cypherpunks, aus deren Ecke das kam, war der Schutz der Privatsphäre. Und du hast das ja auch vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der Bargeld definitiv immer mehr zurückgedrängt wird. In manchen Ländern ist es gar nicht mehr möglich, Bar zu zahlen. Ich glaube, in Schweden ist es besonders weit fortgeschritten. Bargeld ist aber Peer-to-Peer. Ich kann dir einen Geldschein geben und der Staat schaut uns dabei nicht zu. Die meisten Zahlungsvorgänge heute laufen über Zahlungsdienstleister, über PayPal, über Visa, über das Bankkonto. Die Überwachung unserer Finanztransaktionen wird also stärker und in manchen Ländern ist sie schon sehr weit fortgeschritten. Und jetzt kommen vielleicht auch noch die Zentralbank-Kryptowährungen. Die Cypherpunks haben das ein bisschen vorausgesehen. Jetzt möchte ich gerne die Frage wieder in den Raum ans ganze Panel stellen. Wie sollen wir als Gesellschaft damit umgehen, dass es jetzt diese Möglichkeit pseudonymer Transaktionen mit Bitcoin und Co. gibt, weil Bitcoin ist ja in Wirklichkeit nicht anonym, wie oft geglaubt wird, sondern pseudonym. Man kann entweder sehr gut verschleiern, welche Transaktion man an wen macht, aber dann muss man immer mit jeder Transaktion die Adresse wechseln und ich darf mich nie auf einen Exchange begeben, wo es neue Customer-Regelungen gibt, aber es ist halt pseudonym und man kann damit umgehen, wie man will. Aber wie sollen wir als Gesellschaft damit umgehen, dass es diese Möglichkeit pseudonymer und auch möglicher anonymer Transaktionen jetzt gibt? Ist das eine gute Sache? Definitiv ja. Also Bitcoin ist ja per Definition erstmal Bargeld. Das sind die USDC oder die E-Euro ist es ja definitiv nicht. Ja, weil es findet ja nicht peer-to-peer statt. Ich habe ja auch da wieder die Intermediären, die dafür sorgen, dass dieses System funktioniert. Und bei Bitcoin überweise ich ja wirklich peer-to-peer. Das heißt, ich habe keine Intermediäre dazwischen, die diesen Prozess wie eine Clearingstelle bei unserem Konto ausführen muss oder verifizieren muss. Sondern ich überweise von meinem Wallet direkt zu dir. Das ist Bargeld, weil der Austausch direkt zwischen uns stattfindet. Aber dann schaue ich mir an, was in Panama passiert ist, die Panama Papers und ähnliche Skandale, wo halt dann einfach klar ist, dass die Reichsten ihre Milliarden verstecken, nicht versteuern und auch wieder alle möglichen... Point of Failure. Ich hatte eine zentrale Stelle, die ich angreifen konnte, um an diese Daten erstmal zu gelangen. Das kann ich bei Bitcoin nicht machen. Wenn ja klar, aber mir geht es jetzt eher um die Tatsache, dass so viel Geld gewaschen und versteckt und an der Steuer vorbeigeschmuggelt wird. Das macht dann eine Kryptowährung natürlich leichter. Ja, ich meine, guck dir an, wie die Anzahl von Ransomware-Attacken gestiegen sind, einfach weil die Möglichkeiten, in Krypto ausbezahlt zu werden, gestiegen sind und sich da einfach ein ganz klarer Kreislauf abzeichnet und auch eine ganz klare Dynamik. Ich glaube, auch da müssen wir wieder differenzieren zwischen dem Recht und Wert auf Anonymität für jeden einzelnen Bürger, BürgerInnen in unterschiedlichen Ländern der Welt, was eben ja, meine Freiheiten angeht, nicht überwacht zu werden in meinem Geld ausgeben und in meinen Transaktionen auf der einen Seite und der Notwendigkeit gesellschaftlicher Kontrolle auch international solche kriminellen Handlungen oder auch einfach ja, Geldverschiebungen zu Ungunsten der Gesellschaft zu verhindern. Und das tue ich ja. Und in der Hinsicht ist ja die Pseudo-Anonymität, die Pseudonymität von Bitcoin vielleicht gut, weil sie uns die Möglichkeit gibt zu gestalten, während das bei anderen total anonymen Kryptowährungen wie Monero nicht mehr möglich ist. Da sehe ich in der Blockchain gar nichts. Weiß nicht, wie du das siehst, Tante. Wie Geraldine schon sagte, also am Ende ist ja, kann man sagen, anonym Peer-to-Peer zahlen zu können, wie wir das heute mit Bargeld machen, hat ja einen Wert. Also niemand sieht, was man da tut. Das ist halt so dieses negative Freiheitsverständnis. So, ich bin losgelöst von allem anderen. Ich kann für mich ohne Überwachung, ohne Restriktionen Dinge tun. Das kann man ja als einen Wert auffassen. Auf der anderen Seite haben wir halt die gerade schon angesprochenen extremen negativen Externalitäten, wie eben zum Beispiel Steuerhinterziehung, Geldwäsche und so weiter. Und natürlich kann man sagen, gut, mit ein bisschen Steuerhinterziehung, Geldwäsche gehen wir um. Es gibt immer ein bisschen Schwarzmarkt und man arbeitet für Nachbarn mal einen Samstag oder sowas und hilft dem irgendwie, seinen Garten umzugraben und kriegt dafür ein paar Euro, ohne sie zu versteuern.
kräht kein Hahn nach, es ist uns egal, aber auf der Skalierung, auf der wir das dann teilweise sehen und wo man es ja interessanterweise auch auf der Chain nachweisen kann, wo plötzlich irgendwelche großen Gewinne erwirtschaftet werden, muss man eben dann auch wirklich, glaube ich, ein bisschen erwachsenen Blick auf das Gesamtsystem lenken und sagen, okay, was macht denn das mit unserer Gesellschaft? Denn wie wir gerade schon gehört haben, die Coins sind da halt noch zentralisierter als schon in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Also nicht die 1%, sondern es sind die 0,1%, die irgendwie die ganze Kohle haben. Und wenn die jetzt plötzlich in der Lage sind, komplett am Fiskus vorbei ihr Geld zu bewegen, dann hat das einfach auch auf unser Gemeinwesen und wie wir es finanzieren so extreme Auswirkungen, dass man, glaube ich, da sich nicht einfach drauf versteifen kann, ja stimmt, wir haben auch Bargeld und deshalb ist alles okay. Weil die Skalierung natürlich eine andere ist. Also eine 1 Million Euro Bargeld bewegen, das ist schon auch körperlich einfach mal anstrengend. Das ist eine ganz andere Geschichte, als mal eben eine Bitcoin-Transaktion irgendwo rüberzuschieben oder irgendeine andere Shitcoin, die man bewegen möchte. Das heißt also, Bargeld ist ja auch an der Stelle mal ein bisschen, Bargeld ist halt extrem unhandlich. Und wenn man halt mal eine größere Menge Bargeld waschen möchte, das ist halt hässlich. Das ist schwierig, das ist nicht nur körperlich schwierig, das ist auch an vielen anderen Stellen schwierig. Und genau diese Schwierigkeiten, die eigentlich diesen Bargeldmarkt auch in gewisser Weise schützen vor diesen extremen Auswüchsen, die wir jetzt bei sowas wie halt Bitcoin oder anderen Digital-Cash sehen, das haben wir halt da nicht. Da gibt es eben diese natürlichen Beschränkungen der physikalischen Welt nicht. Und da wirkt halt die digitale Qualität, die dieses Geld hat, wie so ein Multiplikator. Und damit werden eben auch die negativen Externalitäten multipliziert. Wie natürlich, man könnte sagen, ja, die positiven ja auch. Darüber kann man natürlich reden, inwieweit halt das realistisch ist bei den Gebühren, die so eine Bitcoin-Transaktion kostet. Aber die extrem negativen Auswirkungen mit eben der Möglichkeit für sehr, sehr reiche Menschen, die ihr Geld in dieses System zu packen und ihr Geld beliebig zu bewegen und ja auch Leute bezahlen zu können, die das für sie absichern, was andere Menschen nicht können, forciert einfach noch viel mehr die Ungleichheit, an der ja schon viele Gesellschaften heute kranken. Und von daher ist, glaube ich, das ein ganz wichtiger Aspekt, genau das, was Geraldine zu Beginn sagte. Man kann ja immer im Abstrakten reden. Abstrakt ist Bargeld schön, abstrakt ist auch digitales Bargeld schön. Und John Perry Barlow dachte früher auch, das ist jetzt eine neue Welt und das ist getrennt von der Welt, die wir jetzt haben. Und die Staaten haben da nichts zu sagen, so. Wir machen alles neu. Das ist aber nicht die Realität, weil das Internet ist halt echt, weil wir leben da. Und auch Staaten leben da und unsere Leben laufen da ab. Und das heißt, es ist eben nicht mehr egal, was da passiert. Und von daher muss man, glaube ich, da auch so ein bisschen in der Enge an der Realität und an dem, wie wir unsere Gesellschaften strukturieren wollen, argumentieren. Mhm. Ganz, wenn wir über Realität sprechen, dann sollte man auch einfach mal feststellen, dass diese Geldwäschegeschichten und kriminellen Aktivitäten, die machen unter 1% aus auf der Blockchain. Ich glaube, es war 1,36% oder so. Also das ist im Vergleich zu der Geldwäsche und den kriminellen Akten, die auf Bargeld, also auf physischem Bargeld stattfinden, spielt das fast keine Rolle, muss man ganz ehrlich mal sagen. Natürlich sehe ich den Aspekt voll, dass man auf einmal viel Geld sehr einfach verschieben kann, aber wie wir auch gerade gelernt haben, Bitcoin ist pseudonym. Das heißt, die ganz großen Staaten sind dabei, dieses Netz aus Adressen so aufzubereiten, dass sie genau wissen, weil wir zahlen ja irgendwann mit Bargeld ein, um zum Beispiel Bitcoin zu kaufen. Das heißt, spätestens an dem Punkt, wo ich von meinem Konto Geld zu Bitcoin überweise oder Bitcoin in Bargeld eintausche, sieht man ja eine Verbindung zu meiner Identität. Und das ist aber so, weil natürlich strenge Regulierungen verabschiedet wurden, denn das ist neue Customer-Regelungen gibt und dass man sich registrieren muss mit Name, Adresse und Ausweis bei jedem Bitcoin-Exchange. Das ist auch wichtig. Also ich bin auch ein absoluter Befürworter von Regulierung. Gerade, wir haben es gerade gesehen, diesen Irrsinn mit Zero Capital und Celsius. Ja? Also meiner Meinung nach hätte die Regierung da schon 2017 wirklich klare Regeln fassen müssen und da wirklich aktiv werden müssen. Dann wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Auf das, was in den letzten Monaten passiert ist mit Celsius und Terra Luna und ähnlichen Skandalen, kommen wir im Laufe des Gesprächs noch zurück. Ich würde gerne noch einen Punkt in der Anfangsphase in unserer historischen Reise reinnehmen, weil ein drittes Argument der Cypherpunks für die Erschaffung von Bitcoin war der Schutz vor Inflation. Also die Gesamtmenge von Bitcoin ist ja beschränkt auf 21 Millionen Coins. Jeder Bitcoin hat aber dann wieder 100 Millionen Untereinheiten, die sogenannten Satoshis. 21 Millionen mal 100 Millionen ist 2,1 mal 10 hoch 15, also 2,1 Billiarden Satoshis. Theoretisch könnte man die ganze Weltwirtschaft damit betreiben, weil 2,1 Billiarden ist mehr als es US-Dollars und Euros im Umlauf gibt. Aber es gibt eben nicht mehr als die. Und wir erleben heute Steigerungen von Preisen wie seit 40 Jahren nicht, Inflation auf Rekordniveau. Die Bitcoin-Fans
die oft Anhänger libertärer Weltanschauungen sind und der österreichischen Schule der Nationalökonomie sehr nahe stehen, also Hayek und Co., die sagen halt, für die Inflation ist die ständige quantitative Lockerung, also die expansive Geldpolitik, das Gelddrucken verantwortlich. Und das darf nicht sein und wir brauchen ein hartes Geld, dessen Menge man nicht einfach erhöhen kann. Und denen gegenüber, also den Austrian Economics, stehen dann halt immer die, steht das Theoriegebäude von John Maynard Keynes, der sagt, die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen muss gesteuert werden, unter anderem indem man bei Bedarf die Wirtschaft durch vermehrte Staatsausgaben belebt, also durch Gelddrucken. Da prallen Welten aneinander und die Bitcoiner sehen sich dann oft bei den Austrian Economics mit dem harten Geld und Bitcoin ist für viele Bitcoiner das härteste Geld, das je geschaffen wurde. Auch wieder eine Frage an Spendl, diese Idee, man erschafft Digital Scarcity, Seltenheit, was ja irgendwie ein intuitiver Widerspruch ist, weil alles, was im Internet ist, kann man kopieren und immer mit Knopfdruck kann ich jedes Bild, jede Musikdatei verschicken und kopieren. Aber beim Bitcoin ist das eben erstaunlicherweise gelungen, dass das nicht so ist. Ist diese Idee von Digital Scarcity wirklich eine Lösung von Problemen, ein hartes digitales Geld? Kann das Probleme lösen? Unterschiedliche Dinge dazu. Erstmal checke ich es nicht so ganz. Es ist kein hartes Geld. Es ist ein mega schwankender Bitcoin-Kurs. Niemand kann sich in diese Währung investieren und sich darauf verlassen. Ja, vielleicht ist es eine Zukunftsvision, über die wir auch gerne noch diskutieren können, aber wenn wir über das Jetzt sprechen, ich sehe das nicht als harte Währung und bin, wie du anfangs gesagt hast, Politologin und keine Finanzökonomin, aber ich sehe nicht, wie dieses Argument in dem System, wie es jetzt ist, überhaupt zu tragen kommt. So. Was daraus entstanden ist, finde ich unfassbar erschreckend, nämlich wenn man das jetzt überträgt, ich weiß, darauf kommen wir später zu sprechen, wie diese Idee von Scarcity übertragen wurde auf NFTs oder jetzt auf Web3 und sich tatsächlich Menschen auf Bühnen, ich war letzte Woche auf einer Konferenz in der Schweiz, auf Bühnen stellen und sagen, sie müssen jetzt kaufen, jetzt handeln, sonst kriegen sie kein Chaos mehr neben Snoop Dogg im Metaverse und das vollkommen ernst meinen. Gegenüber einem Raum 300 Leute aus dem Schweizer Mittelstand, die denken, shit, ich muss da jetzt mein Haus im Metaverse schnell kaufen. Diese Idee von Scarcity, die da so suggeriert wird, finde ich erschreckend irgendwie. Ja, da bin ich. Das ist ja auch so antidigital. Also ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was die Cypherpunks eigentlich wollten, so die Gründungsbewegung des Internet und das ganze Ideologiegebäude von wir kriegen alle Zugang zu Kultur und zu Wissenschaft, wir tauschen uns aus, sicher immer das ist the space of the mind und so weiter. Und jetzt bauen wir halt alles, was an der normalen Welt stinkt, und zwar, dass nicht alle teilhaben können, nochmal nach, weil das so geil ist. Und man muss halt an der Stelle ein bisschen aufpassen. Wir sagen immer die Inflation, weil das so ein schönes, man hat dann so einen schönen Boogeyman, so die böse Inflation und der Staat erfindet die, weil er das will und uns unterdrücken will und so weiter. Wenn wir uns gerade die Inflation, die wir in den westlichen Demokratien zum Beispiel sehen, angucken, dann ist es ja nicht so, dass alles teurer wird. Es gibt halt ein paar Dinge, die teurer werden, weil wir beispielsweise gerade mitten in Europa einen Krieg haben und weil dann bestimmte Ressourcen, auf die wir unsere Gesellschaften aufgebaut haben, wie Gas oder Öl, plötzlich teuer werden. Das treibt da Preise. Das ist ja kein allgemein, haben wir uns entschieden, dass wir jetzt alles 6-7% teurer machen. Das ist ja nicht, wie das funktioniert an der Stelle. Und wo man auch sagen muss, dass diese Hyperinflation, die dann auch gerne hochzitiert, das ist halt in der Geschichte, haben wir immer gesehen, Hyperinflation gab es, wenn halt ein Staat komplett versagt und sich zusammenbrach. Das ist halt nichts, was mit dem normalen Betrieb eines Staates irgendwie korreliert. Da sehen wir diese extremen Inflationsdinge, die das gesamte Vermögen der Bevölkerung auffressen, nicht. Da kollabiert halt alles. Und wenn alles kollabiert, dann bleibt natürlich jetzt auch nichts auf dem anderen stehen. Das ist aber auch jetzt wenig überraschend. Also für mich ist dieses ganze Narrativ, da werden sehr, sehr etwas verkürzte Ideen, glaube ich, miteinander verbunden und daraus wird versucht, ein Narrativ zu stricken. Aber ich glaube eben auch nicht, dass die Dinge, die uns an vielen Stellen in der Gesellschaft jetzt Probleme machen, die zu Ausschluss führen, die dazu führen, dass Menschen eben nicht teilhaben können, indem wir Dinge immer knapper machen und teurer machen, dass das ein guter Pfad ist, das auch ins Digitale zu transferieren. Eigentlich müsste das Digitale für uns das Testbett sein, zu zeigen, nee, wenn wir allen Leuten Zugang geben, dann ist das cool, also sollten wir versuchen, das auch in der physischen Welt nachzubauen.
Mhm. Also mein Spin wäre genau anders. Mhm. Danke. Maximilian, ich kenne dich nicht besonders gut und erst seit ein paar Tagen, aber ich glaube, dass du denkst, dass die 21 Millionen Deckelung super ist und dass Bitcoin ein hartes Geld ist. Die Grundvision von Satoshi, und das, da lehne ich das mal an das an, was Tante gerade gesagt hat, war ja auch wirklich, dass es für jeden zugänglich ist, dass jeder quasi sein eigenes Geld bei sich zu Hause am Computer schaffen kann. Also das war die Grundidee von Satoshi Nakamoto. So, dann kommt natürlich irgendwann wieder der Mensch dazwischen, der von Gier behaftet ist, ja, und versucht das Ganze natürlich irgendwie für sich selbst zu maximieren, den meisten Profit daraus zu. Und so, dann kam von GPU, also GPU, damit ist gemeint, dass man vorher einen Computerprozessor meinen konnte, heute ist es das GPU, nee, CPU war es vorher, jetzt ist es das GPU, also diese ganzen Grafikminer, um diese ganzen Prozesse zu optimieren, zu beschleunigen, um noch mehr zu machen, wo sich dann halt wirklich diese zentralisierten Mining-Pools draus gebildet haben, wo der Privatmensch eigentlich keine Chance mehr hatte, an dieser Urvision zu partizipieren und sich seine eigenen Bitcoins zu schürfen. Ja? Von daher, Technologie kann ja auch immer nur so gut sein, wie das, was der Mensch daraus macht. Ja? Und ich glaube, das ist erstmal das erste Problem, dass wir Menschen halt immer nur an diesen ans Profitmaximieren denken, aber nicht an den Mehrwert, den wir für die Gesellschaft schaffen können. Und das System, so wie es ursprünglich beschrieben war, hätte da auf jeden Fall mehr gebracht, als das, was sich da jetzt daraus entwickelt hat. Und das, was sich da jetzt daraus entwickelt hat, finde ich auch nicht gut. Ne? Also gerade ne, Thema Celsius und so, das ist erschreckend, was da passiert. Auf der anderen Seite blicke ich in die Geschichte zurück und die Geschichte lügt ja auch selten. Und da sehen wir einfach doch in einem Zyklus von circa 100 Jahren eine komplette Hyperinflation, also einen kompletten Wertverlust unseres Geldes. So, und wenn ich jetzt als hart arbeitender Bürger da bin und versuche, Werte zu speichern, dann macht es mir das schwer, in einem inflationären System zu liegen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 50 Jahre in der Türkei gearbeitet, gehe jetzt gerade in Rente und versuche, irgendwas mit meinem wertlosen Geld zu machen, dann wäre ich jetzt aber richtig sauer. Und das zeigt auch die Geschichte, sei es jetzt das alte Rom oder bis zu den Punkten, wo wir wirklich an Gold, an knappes Gut wie Gold, was ja immerhin seit 5000 Jahren in der Geschichte funktioniert, gekoppelt waren, dass die Systeme oder auch die Gesellschaft in diesen Zeiten, wo wir harte Währung hatten, durchschnittlich viel glücklicher war, zufriedener und einfach auch ein gewisser Wohlstand da war. Und den haben wir jetzt nicht. Ja, dieses System, in dem wir gerade leben, das macht uns krank, das macht uns unglücklich. Und ich glaube auch, um diesen Shift, diesen Bewusstseinsshift in die Zukunft, für diese digitale Welt, in die wir gerade laufen, zu schaffen, müssen wir, glaube ich, auch Geld völlig neu denken. Also uns von diesem Urgedanken Geld als Tauschmittel lösen, sondern Geld könnte in diesem Zusammenhang, gerade mit Zusammenhang Krypto, ganz andere Sachen darstellen. Ja, wir könnten uns zum Beispiel über verschiedene Kryptowährungen auch identifizieren, indem wir dann sagen, okay, ich benutze jetzt nur noch eine Kryptowährung, die 100% links ist, komplett nur aus grüner Energie besteht und 10% des Gewinns irgendwie an nachhaltige Projekte investiert. Ja, also ich könnte mich darüber auch einfach ausdrücken. Und ich glaube, um diese Kryptowelt zu verstehen, muss man sich auch wirklich von diesem Gedanken Geld lösen, so wie wir ihn heute definieren. So. Geld neu denken, okay, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ganz kurz, ja, bitte. Erstmal hat es eine emotionale Reaktion gerade in mir ausgelöst. Der letzte Satz, du sagst, aber gut. Ich glaube, was wir uns doch fragen müssen, ist, welche Probleme versuchen wir damit zu lösen? Ne? Und ich meine, das hatten wir ganz kurz schon draußen in unserem Mini-Vorgespräch, aber was wir doch brauchen, ist eine Grundsicherung für Menschen, dass sie sich ihre Wohnung leisten können, dass sie in der Energieversorgung haben, dass sie vielleicht eine gewisse Klimasicherheit erfahren, dass sie eine Ernährungssicherheit haben. Und wie lösen wir diese Probleme damit, dass sich jeder zu Hause sein eigenes Geld drucken kann? Ich sehe das nicht. Ne? Ich sehe die das Übersetzung geht ja um den Werterhalt. Der eigentlichen Probleme, die wir lösen wollen, mit den Antworten, die kommen nicht. So, ich denke, dass wir dafür ganz andere Antworten brauchen, die mit ganz eben wie mit ja, mit Grundsicherung von Einkommen eben zu tun haben, mit Umverteilung von Vermögen zu tun haben, mit Transaktionssteuern zu tun haben, aber nicht mit den Lösungen, die du gerade beschrieben hast. Ja, gut, aber wir gucken in die Geschichte und sehen einfach dort, wo harte Währungen an Gold gekoppelte Währungen funktioniert haben und auch einen langen Bestand hatten, dass die Gesellschaft sich genau in dieser Zeit eine Wohnung leisten konnte, essen gehen konnte. Es hat gereicht, dass ein Elternteil arbeitet, die Mutter zu Hause bleibt, sich um die Kinder sorgt und man auch irgendwie noch zweimal in Urlaub fahren kann. Und das können wir ja nicht, weil der Wert unseres Geldes vernichtet. Ja,
Aber das, also Bitcoin ist kein Geld, es ist eine spekulative Investitionsgeschichte im Moment. Und es ist genau wahr, was du gesagt hast, für den Menschen, der sich vielleicht heute mit Wertverlust seines Einkommens, dasselbe gilt doch für, wenn ich ein paar Jahre vorher Bitcoins gekauft habe und jetzt mitten im Crash, genau dieselbe Möglichkeit. Also ich sehe nicht, wie das Argument ist. Ja, das ist ja das Problem der Menschen, was wir da wieder machen. Also die Gier, ja, die Menschen da wieder. Wo ist der Unterschied dann? Naja, wenn wir das System daran koppeln, ist dann der Wert deines Euros, du siehst ja auch nicht die Wertverschiebung. Ne? Es ist ja auch wieder, wenn du jetzt siehst, Euro hat 2 Euro gekostet vor ein paar Jahren noch im Verhältnis zum Dollar. Jetzt ist das Verhältnis Dollar und Euro 1:1. Das heißt, du kriegst diesen Wertverfall, den du ja auch bei Bitcoin siehst, hier gar nicht mit. Aber Bitcoin ist keine Ressource. Es ist nichts Hartes. Es ist ein Konstrukt. Und es lebt davon, dass andere Menschen mir glauben, dass es in Zukunft mehr sein wird und mehr da rein investieren. Ja? Es lebt nur durch dieses Zukunftsversprechen. Und es ist nicht dasselbe, wie wenn man ja, eben sozusagen mit physischen Ressourcen in der Welt das Leben von Menschen absichert. Ja, was ist denn ein Gold für dich? Ich würde gerne zwei Dinge dazu kurz anmerken. Mhm, das eine ist natürlich die Frage zu sagen, die Gesellschaften, als die Währung noch goldbasiert waren, waren glücklicher. Da würde ich mir die Frage stellen, wen fragte man denn da? Die Leute, die irgendwie im alten Rom versklavt waren, waren vielleicht gar nicht so glücklich. Also von daher ist es, glaube ich, ein etwas schiefes Argument. Und das andere ist, Satoshi, du sagtest, Satoshi wollte, dass jeder sein eigenes Geld machen kann und dann damit handeln kann. So, als sie so. Man darf bei diesen libertären Ideen von jeder macht seins oder ihr ist ganz alleine selber nie vergessen, was das in der Realität bedeutet. Wenn du für dein eigenes Geld ab jetzt 100% verantwortlich bist, liegt in deiner Wallet, ist alles deine Verantwortung. Keine Safety Nets, keine Intermediäre, keine Sicherheiten. Da bedeutet das, du bist nur noch damit beschäftigt, dein Geld zu sichern. Stell mal vor, du hättest dein ganzes Geld nur in Bargeld, Cash Money bei dir zu Hause. Bedeutet, du verlässt deine Wohnung, bedeutet, du baust Selbstschussanlagen auf, damit niemand reingehen kann, weil wenn jemand in deine Wohnung geht, dann ist alles weg. Das heißt, das willst du jetzt auf die gesamte Welt anwenden. Jeder muss jetzt nur noch damit beschäftigt sein, sein Geld zu managen. Am besten noch Daytrader zu spielen, zu gucken, wann muss ich welche Coins kaufen, verkaufen. Weil, wie Geraldine richtig sagte, du gehst morgens zur Arbeit, da sind deine Bitcoins 20.000 Euro wert. Und in deiner Mittagspause sind sie 25.000 Euro wert. Und abends, wenn du von der Arbeit kommst, 3.000 Euro. Das ist komplett realistisch. Das kann passieren, jederzeit. Und von daher ist halt diese Vision, jeder macht sein eigenes Ding mit seinem eigenen Geld, glaube ich, einfach nicht kompatibel mit einer realen Welt, in der Menschen auch andere Dinge tun wollen, als die ganze Zeit auf ihre Bitcoins zu gucken und sicherzustellen, dass die keiner klaut. Weil wir haben ja coole Sachen zu tun, wollen Kunst schaffen oder vielleicht müssen wir arbeiten gehen oder ein Brot kaufen, aber wir haben andere Dinge zu tun, als uns um unser Geld zu kümmern. Und es ist ja richtig, dass wir neue Zugänge brauchen. Ne? Es gibt ganz viele Menschen, die von Finanzkreisläufen, von formalisierten Finanzsystemen ausgeschlossen sind. Und es ist ganz wichtig, dass man guckt, wie schafft man Zugänge genau für solche Menschen, die vielleicht einen ganz anderen Livelihood sich aufbauen könnten, wenn sie eben Rücklagen bilden könnten, wenn sie anders mit ihrem Day-to-Day-Einkommen agieren könnten. Aber, das kannst du über Bitcoin. Ja, aber das kannst du eben nicht. Und das kannst du deswegen nicht, wegen aus all den Gründen, die Tante gerade beschrieben hat, das Wissen, was du dazu voraussetzen musst, den Energieverbrauch, den du dafür aufkommen musst, alleine die Computing-Skills, die du brauchst, um daran teilzunehmen. Und das bringen die meisten Menschen auf dieser Welt nicht mit. Die meisten Menschen sind ausgeschlossen von solchen Systemen. Und man sieht auch, wie gefährlich das sozusagen ist, das dann als Alternative zu verkaufen, anhand von den ja auch wirklich sehr Negativbeispielen von unterschiedlichen Multilayer-Marketing-Cryptocurrency-Schemes, die in Afrika laufen zum Beispiel. Wir haben natürlich bei Bitcoin in den letzten 14 Jahren Zentralisierungstendenzen beobachtet, die so ähnlich ablaufen wie bei großen Konzernen, bei Google und Co., nämlich eben zum Beispiel, dass man nicht mehr einfach seinen Laptop mit der CPU zum Bitcoin-Mining hernehmen kann, sondern dass das jetzt große Serverfarmen sind. Andererseits muss man aber sagen, dass jeder, der sich selbst einen ASIC, also einen Spezialrechner zum Bitcoin-Minern kauft, sich in einen dieser großen Pools in diese Serverfarmen einklinken kann. Das heißt, es minen dann doch wieder sehr, sehr viele Leute von zu Hause. Also manchmal sieht etwas nach Zentralisierung aus, ist es aber in Wirklichkeit vielleicht gar nicht, weil es eben diese Pools gibt,
Das wollte ich dann nur einwerfen, weiß nicht. Vielleicht da noch mal kurz was zu sagen dürfte. Also ich glaube, Henry Ford hat ja schon gesagt, würden die Menschen oder mehr Menschen das Finanzsystem verstehen, hätten wir morgen früh eine Revolution. Ja? So, und dann gehen wir mal kurz auf das Energiethema auf. Ich glaube, vom weltweiten Energiebedarf frisst Bitcoin 0,08%. Das sind etwa 120 Terawattstunden. Das Finanzsystem frisst über 5000. Das ist vor allem dem geschuldet, dass dazwischen halt so viele Intermediären zwischengeschaltet sind, die diese Serverfarm, die auch gleichzeitig ein Single Point of Failure darstellen. Das heißt, für mich ist es, oder als Hacker ist es, ich sage mal in Anführungszeichen, einfach, sich auf ein System zu stürzen, als auf ein dezentralisiertes zum Beispiel. Du hast gesagt, Geld neu denken. Du hast dazu aufgerufen, die Gesellschaft zu formen ohne Bitcoin und sich eben zu überlegen, wie können wir mehr Gerechtigkeit schaffen. Und ich glaube, das wäre alles ein ganz guter Übergang in den zweiten Teil unseres Gesprächs, wo wir dann so diese Bitcoin-Vergangenheit ein bisschen verlassen und zum Weitergehen in der Geschichte ins Jahr 2014. Eine Sache sagen dürfte, dass man auch verstehen muss, dass Bitcoin ist ja nicht als Zahlungssystem in dem Sinne. Also ich würde eher sagen, dass Bitcoin ein Experiment ist. Ja, es ist die erste Generation von Blockchains, wo wir auch erstmal Erfahrung sammeln müssen. Wie funktioniert es? Wie gehen die Menschen damit um? Und es ist auch mehr eine Möglichkeit, seinen Wert abzusichern. Also es soll eine Ergänzung zum bestehenden System sein. Ich glaube auch nicht, dass Kryptowährungen die Fiat-Währungen oder die E-Euros oder USDC-Währungen ablösen, sondern dass es eher so eine Art Hybrid-Modell wird, wo man sich selbst entscheiden darf, welches System nutze ich? Oder das eine System durch das andere ergänzt wird und ich durch Bitcoin einfach eine Möglichkeit habe, einen digitalen Wert zu speichern. Und der fungiert als Wertspeicher per Definition. Wenn wir jetzt sagen, wir schauen in das Jahr 2014, wir reisen dorthin. 2014 ist gerade die Mt. Gox-Blase geplatzt, also der damals einzige große Bitcoin-Exchange, der in Japan war. Mt. Gox ist in Konkurs gegangen, Leute haben ihr Geld verloren, der Bitcoin-Preis ist wieder mal um 80% gecrashed, das passiert so alle paar Jahre mal. Und gleichzeitig entsteht aber eine neue Blockchain, die Ethereum-Blockchain. Es gab schon vorher Kopien von Bitcoin, die auf ihren eigenen Blockchains liefen, das waren aber alles Clones. Aber jetzt entsteht 2013, 2014 eine Blockchain, die anders gebaut ist als Bitcoin, eben Ethereum. Und Ethereum unterscheidet sich von Bitcoin vor allem dadurch, dass es eine Turing-vollständige Programmiersprache hat. Für alle, die sich da, die mehr darüber wissen wollen, Turing-vollständig heißt universelle Programmierbarkeit. Also mit einer Turing-vollständigen Programmiersprache kann ich jeden erdenklichen Code schreiben. Bitcoin hat keine Turing-vollständige Sprache, das ist relativ eingeschränkt aus Sicherheitsgründen. Ethereum hat gesagt, wir machen eine universell programmierbare Sprache auf unserer Blockchain und dann kann man alle möglichen Sachen damit programmieren. Sogenannte Smart Contracts, selbst ausführende Verträge. So stellen Sie sich vor, einen Kaffeeautomaten. Und wenn ich zum Kaffeeautomaten gehe und ich werfe 50 Cent ein, dann kriege ich einen Kaffee. Das ist ein einfacher Smart Contract. Und sowas dann auf der Blockchain und im Internet. Und wir haben programmierbares Geld, Maximilian, du hast es vorhin gesagt. Und plötzlich können Computerprogramme selbstständig Geld versenden und in Empfang nehmen und all das vollautomatisiert und für Millionen User. Dann haben wir eben diese diversen Anwendungsszenarien, die seitdem entstanden sind. Decentralized Finance Plattformen, NFTs, Decentralized Autonomous Organizations, also selbstorganisierende Firmen, die nicht mehr von einem Menschen gesteuert werden, sondern von Algorithmen. Mit all diesen Ideen wird ein Wunsch sichtbar, das Web neu zu gestalten, auch Visionen der Gesellschaft neu zu gestalten. Geraldine, du beschäftigst dich ja sehr viel mit Startups, auch im Blockchain-Sektor. Ich habe Podcasts von dir gehört, wo du mit jungen Menschen, die Blockchain-Startups haben, sprichst, auch international. Und du sprichst über Zukunftsprojekte. Was sind die spannendsten Projekte rund um diese Idee von Decentralized Finance oder Web3, die dir aufgefallen sind? Ja, ich arbeite mit unterschiedlichen Startup-Communities und gerade vielleicht, um diese internationale Perspektive noch ein bisschen einzubringen, hat es vor ein paar Jahren einen Riesenhype gegeben. Ich habe ein Netz, also vielleicht nur kurz Hintergrund, damit das Menschen verstehen. Ich habe ein Netzwerk, das ist eine NGO, die besteht aus unterschiedlichen Makerspaces, Hackerspaces, Innovation Hubs auf der Welt und viele unserer Mitglieder sind in Afrika und dadurch habe ich zu vielen unterschiedlichen afrikanischen Digital-Communities
Zugänge. Und es gab einen Riesenhype zu dem Thema Blockchain. Es kam ganz oft der Satz, Blockchain is made for Africa. Da wurden super viele Hoffnungen an diese Technologie geknüpft, vor allem in Ländern, wo es halt teilweise große Probleme mit Korruption gibt, wo es teilweise Mangel an etablierten Strukturen gibt und gerade in bestimmten Bereichen gesehen wurde, dass hier einfach Lösungen geschaffen werden, was zum Beispiel Nachvollziehbarkeiten angeht, Katasterwesen, Digitalisierung von Patientenakten. Darüber gab es unterschiedlichste Start-ups, die sich gebildet haben, um genau solche gesellschaftlichen Probleme mit Hilfe dieser Technologie anzugehen. Oft ist es sind es Startups, die eine bestimmte Lebensdauer haben, die bestimmte Sachen ausprobiert haben, bestimmt auch wichtige Diskurse vorangebracht haben, aber wo es entweder an mangelnden Ressourcen, Infrastrukturen oder anderen Gründen jetzt nicht dazu gekommen ist, dass sie es wirklich geschafft haben, diese Systeme zu revolutionieren. Und was man jetzt sieht, ist eine totale Konzentrierung von VC-Geldern auf dem afrikanischen Kontinent in Fintech-Startups. Das heißt, da ist ein riesen Boom. Das sind oft spekulative Systeme, die da aufgebaut werden, die eben nicht diese kerngesellschaftlichen Probleme adressieren. Und in diese Art von Startups fließt umso weniger Geld. Das heißt, auch da gibt es eine massive Verschiebung, jetzt was die Konzentration, wie gesagt, von Finanzen, Ressourcen etc. angeht. Und meiner Sicht eine sehr kritische, negative Tendenz leider. Mhm. Wird da Blockchain über unseriöse Projekte drüber gestülpt oder von Anfang an etwas konstruiert, um Leute zu betrügen, woran liegt das? Ja, dazu muss man aber nicht nach Afrika reisen. Es gibt einfach eine wahnsinnige Technikfetischisierung in unserer Gesellschaft im Moment. Und vor allem diesen Hype um bestimmte Emerging Technologies. Ich bin in Berlin auch natürlich aktiv digitalpolitisch und durfte Workshops mit begleiten oder organisieren, wo tatsächlich einfach die unterschiedlichen Blockchain-Communities in der Stadt eingeladen werden, mit Verwaltungsmenschen zusammengesetzt werden. Nicht um zu sagen, was sind denn Kernprobleme in dieser Stadt, die gelöst werden müssen, sondern um zu sagen, wir brauchen in Berlin irgendeine öffentliche Blockchain-Anwendung, was soll es sein? Mhm. Und das ist die Fragestellung, mit denen man in so einen Workshop reingeht und das ist falsch. Ja, also aus meiner Sicht. Die alte Geschichte, eine Technologie auf der Suche nach Problemen, aber wie ich am Anfang in meinem Intro schon gesagt habe, Blockchain ist halt dieses Wort, mit dem man Risikokapitalgeber angelockt hat und eigentlich keine Technologie, sondern eine Datenbank. Du wirst mir da vielleicht widersprechen, Maximilian. Also erstmal finde ich, wir leben gerade wirklich in einer Zeit, wo wir wirklich eine Veränderung brauchen. Ja, wir brauchen eine ganz große Veränderung und diese Veränderung brauchen wir verdammt schnell. Und wir sehen es ja auch bei den Menschen, ja? die Rate der Burnouts, der Depressionen fliegt durch die Höhe, das System macht die Menschen krank und unglücklich. Ja? So wie es gerade funktioniert, wir bauen unser Glück auf Geld auf, ja? Auf den Besitz und das funktioniert nicht. Ja? Wir müssen vielmehr hin zu einer Gesellschaft, die auf Nutzen und Sharing Economy basiert, ja? Wo es nicht um Besitzen, sondern um Teilen geht, um Nutzen. Wenn wir zum Beispiel mal sehen, ein Auto wird im Schnitt, ich glaube 5% der Zeit wird es genutzt, 95% der Zeit steht es rum. Das ist kompletter Irrsinn. Ja? Und ich sage jetzt auch nicht, die Blockchain ist irgendwie die Lösung für alles, aber es ist ein Experiment, eine Möglichkeit, etwas, was bisher nicht da war, zu probieren, um eine Veränderung herbeizuführen. Und Fakt ist, wenn wir in die Geschichte gucken, bis jetzt haben wir die Systeme immer wieder wiederholt. Ja? Es hat sich immer wieder wiederholt und hat sich nichts verändert. Es wurde eigentlich immer nur noch schlimmer, noch komplexer. Wir haben es ja eben im Vortrag von Herrn Professor Selter gehört, dass die Systeme sehr komplex werden und wir versuchen, Komplexität rauszunehmen. Aber während wir die Komplexität rausnehmen, machen wir es nur noch komplexer. Und dann haben wir eine Gesellschaft, die gemeinsam diese Technologie gestalten sollte. Und das Gleiche haben wir im Internet gesehen. Beim Internet hatten wir eine kleine Elite, die das Wissen, das Know-how hatten, diese Technologie zu formen, haben es für ihren Gewinn, für die Gewinnmaximum so optimiert, wie es für sie am besten läuft. Ja? Und wir haben es irgendwie verpasst, dadurch, dass wir das Wissen nicht hatten, diese Technologie mitzugestalten. Und ich glaube, da fehlt es einfach auch wirklich an Bildung. Ja? Nehmen wir El Salvador. Da kommt irgendein neuer Führer hin, setzt sich hin und sagt so, jetzt ist hier Bitcoin. Ja? So, die Leute, die ja sowieso schon nicht gerade für ihre Tech-Affinität bekannt sind, ja, und in der Regel auch nicht so viel mit Computern zu tun haben, denen wird dann diese Technologie oder diese Währung dahingesetzt und sagen, so, jetzt müsst ihr damit umgehen. So, aber da findet keine Aufklärung statt. Und damit dieses Konzept oder diese Idee besser funktioniert hätte, hätte man vor allem erstmal hingehen müssen, bevor man so ein System einführt und die Menschen aufklären, ja, Wissensaufbereitung, so dass wir auch wirklich eine Umwelt schaffen, in der eine breite Masse diese Technologie mitgestalten kann. Ja, und das sehen wir ja auch, das hier, finde ich, sehen wir auch in Afrika. Gerade für Afrika oder für dritte Weltländer hätte diese Technologie schon Potenzial, weil sie ersetzt Vertrauen, ja, von Intermediären. Weil ich kann in Afrika
nicht in die Regierung vertrauen. Ja, mein Geld wird inflationiert, mir werden willkürlich die Grundstücke weggenommen. Und ich sage auch nicht, dass die Blockchain oder Bitcoin das Problem löst, aber es ist schon mal ein Ansatz. Und wenn die Leute dann auf jeden Fall diese Hoffnung haben, dass wir was verändern können, dass wir die Chance haben, dieses System zu verändern, schließen sich ja auch zunehmend Leute an. Mhm. Und dann könnte man halt mal sehen, was passiert darauf. Es ist kein Garant, dass es funktioniert. Keiner weiß, wohin sich das entwickelt. Aber es ist einfach mal eine andere Möglichkeit, eine neue Idee, ein System zu verändern. Und das, um eine Veränderung herbeizuführen, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Mehr Transparenz und mehr Fairness in eine Welt zu schaffen. Und das könnte die Blockchain, wenn man sie denn so gestaltet, auch leisten. Jürgen, du hast, als Maximilian gesagt hat, Afrika den Kopf geschüttelt. Zu Afrika fällt mir noch ein, da gab es ja vor 10 Jahren eine Telefonfirma, so ein Handynetzbetreiber. Wollte ich vorhin schon dieses Beispiel anbringen. Der hat, ne? Den M-Pesa. Ja, genau. Ich dachte nur nicht, dann haben wir schon irgendwie seit 10 Jahren jetzt immer wieder M-Pesa, als wir darüber gesprochen haben, wie schafft man Zugänge. Ja, ne? Also der M-Pesa war eine interessante Geschichte, weil da kam jemand zum Gemüsehändler und hatte kein Geld einstecken, in Kenia war es, glaube ich, und keinen kenianischen Schilling. Ja. Und dann hat er gemeint, kann ich mit Minuten zahlen, weil am Handy hatte man diese Minuten und die Minuten konnte man an andere Leute verschicken. Eltern haben das oft gemacht, die haben den Kindern ein paar Minuten geschenkt zum Geburtstag. Und dann wurde im Laufe der Jahre aus diesen Minuten ein Geld, der M-Pesa, und 50% der Transaktionen laufen über den M-Pesa ab in Kenia. Also die Leute, für mich ist das nur ein Beispiel, dass die Leute gewillt sind, ein Handy, ein digitales Zahlungsmittel zu verwenden. M-Pesa ist ein riesiger Gamechanger gewesen in Kenia. Es ist eine ganz, ganz wichtige technologische Entwicklung gewesen, um genau dieses Thema, was wir vorhin hatten, Banking the Unbanked. Also wie schafft man Zugänge zu Finanzmärkten für Menschen, die kein Bankkonto haben und rausfallen aus dem Kasten. Es ist eine SIM-Kartenanwendung, das heißt, es ist technisch sehr niederschwellig gebaut worden, in dem Sinne, dass man kein Smartphone braucht, um das zu benutzen, sondern es, wie gesagt, auf einer SIM-kartenbasierten Anwendung funktioniert, von Safaricom in Kenia entwickelt, teilweise auch mit Entwicklungsgeldern, aber hauptsächlich eben von der nationalen Telco, also eine der kenianischen führenden Telcos mitentwickelt. Und hat wirklich dazu geführt, dass man eben, es wird in Kenia alles damit bezahlt. Ja, du kannst ein Bier damit kaufen, du kannst aber auch deine Elektrizitätsrechnung damit bezahlen. Ich habe gehört, 50% aller Transaktionen. Und es ist trotzdem auch für die ärmsten Leute auch immer noch eine Hürde, weil auch da fallen Transaktionssteuern an und es ist nicht für Kleinstzahlungen die beste Lösung, aber es hat auf jeden Fall Zugänge geschaffen und ist dafür ein sehr wichtiges Mittel gewesen. Aber wäre es nicht besser, wenn man so ein System dezentralisiert baut, wenn das Geld nicht einem Telefonkonzern gehört? Ja. Das Geld gehört nicht dem Telefonkonzern. Es ist immer noch Schilling, kenianische. Es gehört nicht dem Konzern. Es ist immer noch ein staatliches Zahlungsmittel. Das Netzwerk, auf dem das läuft. Jemand kann dann deinen Telefonzugang sperren und deine Transaktionsmöglichkeit ist wieder weg. Das geht bei Bitcoin nicht. Stichwort Lightning-Channel zum Beispiel eröffnen. Null Transaktionskosten. Jürgen, du hast den Kopf geschüttelt bei Afrika. So sind wir auf das Thema gekommen. Warum? Ich hab mich auf Lightning gefreut. Ich wusste es. Ich habe nämlich deshalb extra heute, ich habe ein Spreadsheet neben mir, um ein paar Sachen mal durchzurechnen. Wir gucken mal drauf, was für ein absurdes Spielzeug Lightning eigentlich ist. Wir müssen ja mal ein bisschen aufräumen. Das ist immer das Problem in diesen Bitcoin-Diskussionen, weil immer über fiktive Zukunftsszenarien gesprochen wird, die mit der Realität wenig zu tun haben. Müssen wir jetzt kurz ein bisschen aufräumen. Das Problem, was manchmal verkannt wird in diesem Szenario, ist, Menschen haben eine Superkraft. Wir alle. Wir alle sind SuperheldInnen, weil wir haben Vertrauen. Unsere Gesellschaften basieren auf Vertrauen und die machen bestimmte Dinge leicht. Genau, was Geraldine gerade sagte. Da hat man halt Infrastruktur, die schon da ist, zum Beispiel ein Telco-Netzwerk. Und es gibt ein gewisses Vertrauen zu diesem Anbieter und man kann damit dann eben zum Beispiel ein Payment-System bauen. Jetzt könnte man sagen, wir machen das dezentral und jeder macht das selber. Das bedeutet, ich kann eben die Wartung dieses Systems, die eventuell Rückabwicklung von Diebstahl und so weiter eben nicht mehr auf einen vertrauenswürdigen Partner auslagern, sondern jetzt muss ich mich um alles selber kümmern. Vertrauen spart nämlich extrem viel Zeit und Arbeit und erlaubt mir eben auch, Kompetenzen outzusourcen an Menschen, die es besser können als ich. Ich nähe ja auch nicht meine Klamotten selber, weil ich das nicht kann. Und ich bin sehr dankbar, dass ich andere Leute fragen kann, ob sie das für mich tun. Und auch, ich will mein Geld auch nicht selber verwalten. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ich bin halt Informatiker. Ich kann gerade so ein bisschen Code zusammenschreiben. Das war's. Von daher ist das, glaube ich, etwas, was da auch gerne, das wird so runtergeworfen. Nee, wollen wir das nicht dezentral? Und man vergisst dabei, wie mächtig das Vertrauen, was wir alle zueinander haben, und das muss ja nicht immer Vertrauen zum Staat sein, das ist ja auch Vertrauen in unsere Communities, unsere Nachbarn, in den Laden bei uns am Ende der Straße, so diese Vertrauensbasis, die man da miteinander hat. Wenn ich mal zum Dönermann um die Ecke gehe und ich habe kein Geld dabei,
Dann sagt er, ja, nimm mit, ist okay, kommst morgen vorbei, bringst die Kohle mit, weil wir uns vertrauen und weil das läuft. Da brauchen wir keine dezentralen sonst was dafür. Das Thema mit dem Bezahlen, M-Pesa funktioniert, jetzt kann man sagen, nein, wir machen das dezentral. Lightning kommt immer als Entschuldigung, wenn man sagt, Bitcoin funktioniert nicht, weil es skaliert halt nicht. Lightning hat man so auf Bitcoin draufgesetzt und damit kann man theoretisch in Echtzeit und ohne Gebühren, also eine Bitcoin-Transaktion kostet so $2 heute ungefähr, $2.20, kann man ohne Gebühren Transfer machen und ist auch schnell und bla bla. Rechnen wir das mal kurz durch. Zurzeit schafft Bitcoin pro Block, also alle 10 Minuten, 2500 Transaktionen. Das ist sehr nett, eigentlich sind es weniger, sagen wir 2500. Das heißt pro Sekunde 4,2 ungefähr. Nehmen wir das mal so ungefähr an. Wenn man in Lightning teilnehmen möchte, muss man eine Bitcoin-Transaktion aufwenden. Das heißt einmal seine $2 zahlen und eine Bitcoin-Transaktion machen. Nehmen wir mal an, wir wollen 1 Milliarde Leute in Lightning reinbringen. Wenn wir das mal ausrechnen, wie viele Transaktionen das sind und wie viel Zeit das dauert, dann bedeutet das beim aktuellen Stand, wie Bitcoin läuft, 7,5 Jahre macht das Bitcoin-Netzwerk nichts, außer Lightning aufzusetzen für alle Beteiligten. Da geht nichts durch. Das bedeutet nur, nach 7,5 Jahren können 1 Milliarde von den 8 Milliarden, die wir sind, über Lightning theoretisch Transaktionen abwickeln. Das ist keine Lösung für irgendwas. Das wird immer gesagt und damit geht es alles in Zukunft. Das ist Unfug. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das löst weder in Afrika, noch in Asien, noch in Deutschland, noch in Österreich irgendwelche Probleme. Und das ist in diesem Kontext ein häufiges Problem. Wir hatten auch gerade, man muss die Leute bilden. El Salvador, da hat man den Leuten halt Pseudo-Bitcoins gegeben und so weiter. Die Studien zeigen auch, die Leute haben das halt nicht akzeptiert, weil sie ihm nicht vertrauen, weil es halt ein brutaler Diktator ist, der ihnen das aufzwingt, haben sie halt keinen Bock drauf. Und es wird in der Bitcoin- und Kryptowelt immer, naja, man muss den Leuten das nur näher bringen. Du musst mehr dich in unsere Welt reinbringen. Und das ist so ein typisches Verhalten, was man sonst eigentlich von Kulten kennt. Wenn man einen religiösen Kult kritisiert, dann sagen die auch immer, nee, du musst aber das nächste Scientology-Buch lesen, dann ergibt das Sinn. Mhm. Und wenn du das nächste liest, dann ergibt das Sinn. Nee, du musst dich mehr bilden, du musst noch das nächste L. Ron Hubbard-Buch lesen, dann ergibt das Sinn. Aber das ist nicht, wie es ist. Die Leute sind ja alle nicht blöd, die da draußen rumrennen. Die sehen halt was ihnen vorgeschlagen wird, und es funktioniert halt nicht. Und das ist nicht, dass die das nicht verstehen und bitte noch The Bitcoin Standard lesen müssen. Nein, es ist halt einfach, es funktioniert einfach in der Realität nicht. Von daher ist es eben nicht ein einfaches, wir müssen den Leuten nur genug Austrian Economics nahebringen und so den aktuellen Stand der ökonomischen Forschung und des Status Quo irgendwie rückabwickeln, um wieder zu diesem Punkt zurückgehen und dann wird alles gut. Das ist halt nicht, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, man muss da an der Stelle auch einfach ein bisschen die Menschen für voll nehmen. Die sind nicht blöd, die da draußen alle rumlaufen. Mhm. Und häufig hat das nichts damit zu tun, dass sie nicht noch genug Bitcoin-Blogposts gelesen haben. Ich finde es wie Raffen, was da passiert, das gibt doch keinen Sinn. Zu denen kommen wir gleich. Ich finde es spannend, dass du sagst, das Lightning-Netzwerk ist nicht skalierbar, weil auf der Blockchain nicht genug Platz ist, weil das Gegenargument lautet dann ja immer, dass man eben dann bestimmte Apps hat, auf denen Millionen Lightning-Transaktionen zusammenlaufen und dann macht diese App eine Transaktion auf der Blockchain alle paar Stunden, so alle paar Tage. Ich habe ja nicht nur einen Channel. Dass es ähnlich skalieren wird wie das Internet, von dem man in den 90er Jahren auch gesagt hat, wenn alle Leute JPEGs an ihre E-Mails anhängen, dann wird das Internet nicht genug Kapazität haben. Und als das dann gelöst war, hat man gesagt, wenn die Leute beginnen, Videos im Internet anzusehen, dann wird das Internet zusammenbrechen und es wuchs. Vielleicht ist es so mit Lightning, also das ist jedenfalls die Argumentation der Bitcoin-Maximalisten. Also ich würde mich auch nicht als Bitcoin-Maximalist beschreiben, aber ich denke einfach, wie gesagt, es ist ein Experiment, auf das ich mich gerne einlasse, weil meiner Meinung nach gibt es gerade nichts Besseres. Ja? Wir haben keine Alternative und keiner weiß, wohin sich das Experiment entwickelt. Und ich meine, auch die führenden Experten des Internets haben Ende der 90er gesagt, das Internet ist ein Nischenprodukt und hat keine Chance. Ja? Das heißt... Aber Max, wie kommen wir denn von, ist es ein Experiment zu, es gibt keine Alternative? Also für das Geldproblem, weil unser Finanzsystem ist ja Fakt, wir befinden uns ja in dieser Situation, in der wir uns aktuell befinden, weil dieses Finanzsystem nicht funktioniert. Oder wie erklärst du dir, dass es... Das ist einfach eine krass widersprüchliche Aussage, das ist entweder ein Experiment und wir versuchen was aus, man kann es nicht gleichzeitig sagen, es ist total alternativlose Zukunftsvorstellung. Über das Finanzsystem haben wir schon gesprochen, ich würde gerne zum nächsten Punkt... Und nur kurz, an der Stelle, mir ist es einmal wichtig, das nochmal zu unterstreichen. Max sagt, es ist ein Experiment, okay. Aber er will, dass alle Menschen in Afrika, die eh schon keine Kohle haben, bitte damit jetzt spielen müssen.
und ihre ganze Infrastruktur. Nee, das wenn das ein Experiment nicht. Ist, dann macht das bitte bei euch irgendwo im Keller und bitte ohne den, so viel Strom wie Argentinien zu verbrauchen. Ich sage nur, für Afrika ist es... experimentieren, was ihr wollt. Weil das aber halt, man kann halt nicht sagen, das ist die Zukunft. Das ist, man muss das in echte Systeme bringen, wenn es offensichtlich so unreif ist, dass ihr es selber noch als Spielzeug ein Experiment labelt. Wenn es da um Geld geht, da geht es um nicht nur das, da geht es faktisch um das Überleben von Menschen. Das ist kein Spielzeug. Und es ist ein teures Experiment. Ne? Es ist ein teures Experiment, ja. Die $2, von denen du vorhin gesprochen hast, die vielleicht 2 Tage eine Familie ernähren müssen in manchen Kontexten. Und genau, wenn man sich den physischen Ressourcenverbrauch dieser Systeme anguckt. Ne? Du hast vorhin eine Stromstatistik, ich hatte die wildeste Nummer. Ne? Ich glaube, Tante, dazu hattest du auch in deinem wirklich tollen Republika-Talk, den ich an der Stelle nochmal wärmstens allen Menschen hier empfehlen möchte, auch super Statistiken drin. Ich hatte jetzt gerade nochmal gelesen, eine Ethereum-Transaktion 17.000 Stunden YouTube gucken. Also da muss man sich auch doch mit der Endlichkeit der Ressourcen, die wir haben und vielleicht auch nochmal anknüpfend an das, was Maya hier als Eröffnungskeynote gehalten hat, überlegen, welche... Aber diese Rechnung gab es ja auch in den Anfangszeiten des Internet, wo gesagt wurde, jede E-Mail kostet so und so viele Megawattstunden. Aber ich kann ja nicht den Gesamtverbrauch eines Servers, der 24 Stunden lang läuft, dann aufrechnen auf eine einzelne E-Mail. Ich muss mir anschauen, wo der Gesamtnutzen des Systems ist. Und dass E-Mail nützlich ist, zweifelt heute, glaube ich, keiner mehr an. Oder was YouTube verbraucht. Zweifelte auch damals niemand an. Auch in den 90ern, als es in den Anfängen, da zweifelte niemand, dass E-Mail nützlich ist an. Und es wird auch mal behauptet, wir sind jetzt hier im frühen Internet, jetzt versteht ihr einfach noch nicht, aber bald werden wir sehen, auch in den 90ern wussten die Leute, die sahen das Internet und die wussten, fuck, das geht ab. Das kann man auch einfach nachlesen. Die Leute wussten auch sehr klar, okay, da wird bald Commerce drüber gehen. Social Networks haben sie vielleicht nicht in der Form vorhergesehen, der Sprung war schon irgendwie groß, aber das zumindest auf kommerzieller Ebene extrem viel ändern würde. Es war sofort klar, okay, jetzt kann man nochmal ganz anders Geschäftsprozesse verketten, das stand schon in ganz frühen Texten dazu, jetzt noch offensichtlich. Das ist nicht wie jetzt, naja, wir lassen uns Bitcoin noch mal 10 Jahre rumprobieren und vielleicht funktioniert es ja dann oder in 15 oder in irgendwann. Aber im Grunde ist es ja recht ähnlich mit dem, was im Internet damals passiert ist. Am Anfang hatten wir vor der Dotcom-Blase quasi das Gleiche, was hier gerade auf dem Kryptomarkt passiert. Das heißt, unfassbar viele Menschen, denen wurde suggeriert, dass das Internet und all diese Startups, die da aufkamen, die Neuheit sind ja die Zukunft, die Leute haben investiert, Stichwort Telekom-Aktien, die Eltern der meisten Teilnehmer hier werden sich daran noch erinnern und dann brach der ganze Markt zusammen und erst nach diesem Zusammenbruch, ja, durch die Investition in all den Müll, konnte man halt wirklich, oder hat diese Entwicklung stattgefunden, ja, man hat ein Learning rausgezogen und daraus haben sich dann Sachen wie Amazon, Facebook, Google etc. entwickelt, ja, was ja heute wirklich einen Mehrwert bietet. Das heißt, wie ich schon sagte, es ist eine experimentelle Phase, es ist die erste Generation einer neuen Technologie, wo wir selber erst noch rausfinden müssen, wo nutzt sie wirklich, wo nutzt sie vor allem nicht, ja, und ich finde, da gibt es schon einige Parallelen auch zur Blockchain-Technologie. Wir haben, es ist 15 Jahre alt. Neue Technologie, nur ganz kurz. Ja. Blockchain sind jetzt 13 Jahre alt, das iPhone 14 Jahre. Gucken wir uns mal an, was das iPhone verändert hat, was Blockchain. Es ist keine neue und es ist auch keine komplexe Technologie. Das Narrativ ist falsch. Auch Ethereum, das ist uralt im Vergleich zu anderen Technologien in der Zwischenzeit. Das ist nicht neu. Das hatte viele, viele Jahre Zeit und es hat einfach keinen Erfolg, weil es kein Problem in der realen Welt löst. Das ist das. Es ist ja nicht. Es ist ein technisches System, man kann es angucken, es hat Eigenschaften, aber das sind halt Eigenschaften, die nicht in der realen Welt relevant sind. Sonst würden Menschen wie ich, Ingenieure, sind ja faul. Wenn es ein System gibt, das irgendein Problem echt geil löst, dann benutzen wir das. Wenn man es aber mit der Entwicklung des Internet sich ansieht, historisch, das Grundprotokoll des Internet, TCP/IP, also das Prinzip Packet Switching, wurde 1969 erfunden und in den 70er und 80er Jahren lief das Internet bereits. Mainstream ist es dann aber erst im Jahr 1999 geworden, also das waren 30 Jahre dazwischen. Was ist, wenn Kryptowährung auch 30 Jahre braucht, um nützlich zu werden? Wäre das denkbar? Wie gesagt, 99 haben die führenden Telekom-Experten gesagt, das Internet ist nur eine Nische. Selbst die IBM-Leute haben dann irgendwann in den 80ern gesagt, als die Personal Computer kamen, das wäre auch nur ein Nischenprodukt, ja, weil sie da einfach den Mehrwert für die breite Masse nicht gesehen haben. Ich glaube, letztendlich, dass es echt schwer ist für eine breite Masse, oder die Geschichte zeigt, dass die breite Masse tendenziell schon eher Unrecht hat. Und ein kleiner Haufen von Leuten, der sich halt sehr damit beschäftigt, vielleicht ein größeres Verständnis oder ein
eine andere Anwendung dafür sieht, weil sie vielleicht auch viel weiter in die Zukunft gucken. Und ich finde, gerade im Hinblick zu der Entwicklung in diese digitale Welt, in die wir gerade laufen, möchte ich eine Möglichkeit haben, über mein Geld frei zu bestimmen und nicht der kompletten Willkür eines Staats ausgesetzt sein. Und das sehen wir zum Beispiel am Beispiel China. Und ich finde, so weit sind wir vom chinesischen Modell hier auch nicht mehr entfernt. Möchtest du noch was sagen? Ich möchte dann nämlich ein bisschen aufs Gas steigen. Es ist 15.35 Uhr und ich möchte auch noch eine Viertelstunde später dann für Fragen, für Publikumsfragen eröffnen, aber trotzdem noch ein, zwei Punkte auch mit euch besprechen. Ich habe das, das tut mir jetzt echt leid, Max, aber ich habe das mega satt. Ich habe das mega satt, dass einige, and I'm sorry, I have to say it this way, privileged white men denken, dass sie die Zukunft besser verstanden haben und egal was ist, uns alle da irgendwie hinleiten müssen. Ich habe es richtig, richtig satt. Und das schwingt einfach in dieser ganzen Community so hart mit und auch leider hier heute auf der Bühne. Ne? Ich möchte nicht, dass wir in eine Gesellschaft steuern, wo jeder meint, auch diese ganze get rich quick Ideologie, die letztendlich sehr stark mit dieser Community verbunden ist. Das, was wir auch kurz draußen diskutiert haben, die Idee, dass wir jetzt alle ein passives Einkommen haben müssen, dass wir jetzt alle irgendwie so leben müssen wie die Upper 10% mit ihrem spekulativen Umgang mit Ressourcen in dieser Welt. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte eine genau gegenteilige Entwicklung unserer Gesellschaft, wo wir uns Stabilität geben, wo wir eben auch persönliches Vertrauen wieder anders etablieren können in der Gesellschaft und nicht diese Zukunft, von der du gerade sprichst. Aber das möchte ich auch. Ich möchte mehr Transparenz und vor allem eine fairere Welt. Und ich bin einfach der Überzeugung, aus meiner Perspektive, aus dem Wissen, was ich über diese Technologie gesammelt habe, sowohl auch als Philosophie, aus Geschichte, dass das eine Möglichkeit ist, eine schönere, transparentere und fairere Welt zu gestalten, in der ich heute hier nicht sitze. Ganz einfach. Deswegen arbeite ich auch in dem Bereich. Ich bin immer offen. Ich finde Dezentralisierung ein sehr wichtiges politisches Konzept. Ich möchte aber auch, dass wir es verstehen in dem Kontext vielleicht auch von dem Panel gestern, wo wir über planetare Ressourcen gesprochen haben und wo wir versucht haben, darüber zu sprechen, wie schaffen wir denn tatsächlich globale Systeme, die dem Konzept Leave No One Behind entsprechen und die Möglichkeit uns geben, eben wirklich gemeinsam Zukünfte neu zu denken und nicht davon ausgehen, dass es die große Mehrheit der Welt weder verstanden hat noch verstehen wird und einige wenige sich die Zukunft für die ausdenken müssen. Ja, aber ich finde schon, dass man die Technologie als solche und ihre Anwendungsmöglichkeiten, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Ukraine-Krieg. Du sprichst von einer transparenten, besseren Welt. So, wir haben es gesehen, als in, wo war das? In irgendwo da in Asien, dieser große Tsunami war. Ja, die ganzen Hilfsgelder, die da hingeschickt worden sind, die sind verschwunden. Die sind in einem korrumpierten Staat versunken. Und da ist nichts, aber auch wirklich gar nichts in der Bevölkerung angekommen. Ja? Das heißt, diese Zahlungsströme, wenn ich jetzt mein Geld an irgendwelche Organisationen gespendet habe, konnte ich nicht verfolgen. Bei der Ukraine haben wir gesehen, ich konnte direkt von meinem Account Geld zu den Personen hinüberweisen und ich war sicher, das Geld ist wirklich da angekommen. Ja? Ich habe Geld dahin gespendet, weil ich Freunde dort habe und die haben sich damit Schutzwesten gekauft. Ja? Hätte ich das jetzt an eine Hilfsorganisation gespendet, über irgendwelche Intermediären, die ich nicht verfolgen kann, wo ich keine Transparenz darüber habe, was mit dem Geld passiert. Es ist toll, dass wir Peer-to-Peer-Technologien aufbauen und die Welt so vielleicht zu einem mehr einem Global Village machen, aber ich finde es nicht okay, wenn wir davon ausgehen, dass wir sämtliche demokratisch legitimierte Strukturen abschaffen und sie ersetzen mit nicht demokratisch legitimierten Strukturen. Aber doch genau das. Ergänzend. Es ist eine Möglichkeit, diese Technologie, und das sehe ich auch zu Bitcoin, ein System zu ergänzen. Ja? Das heißt, es wird eh so kommen, dass beide Welten zusammenlaufen würden. Ja? Es wird nicht ohne die Fiat-Währungen funktionieren, aber ich habe die Möglichkeit, trotzdem ein Backup zu haben in einer digitalen Welt, wo ich Geld nicht anders transportieren kann, weil ich sonst kein Bargeld mehr habe. Bargeld wird abgeschafft. Eine Möglichkeit, irgendwie schon an mein Geld ranzukommen. Weil an Bitcoin kommt keiner ran. Der Staat kann das Geld nicht wegnehmen. Natürlich könnte ich irgendwo versuchen, an den Mailhub in Frankfurt zu gehen, wenn die meine Adresse haben, irgendwo meine Transaktion abzufangen. Okay, aber dafür kann morgens Satoshi auftauchen und sagen, hier sind doch meine ganzen Coins und jetzt ist dann auch vorbei. Wir sind wieder beim Bitcoin-Thema angelangt. Ich würde gerne noch andere Sachen besprechen. Entschuldigung. Wir haben noch gar nicht über NFTs geredet. Ich glaube, das lassen wir jetzt auch weg, weil das ist dann vielleicht eben den Publikumsfragen dabei. Aber weil du von der Dezentralisation gesprochen hast und dass du das prinzipiell gut findest, mir fällt dann oft ein, der Wunsch, den viele berechtigterweise haben, nach Decentralized Identifiers im Netz. Also wir haben unsere Identität bei Facebook angelegt und bei Google und dann können wir uns mit dem Google-Login überall anders einloggen und das ist natürlich in Wirklichkeit furchtbar, weil Google der Datenkrake ist.
Und da gibt es diese Idee, wir machen einen Container, einen verschlüsselten Container, in dem wir unsere Identität, unsere Social-Media-Daten hineinlegen. Und diesen Container können wir von einer Social-Media-Plattform zur anderen und von einer Website zur anderen mitnehmen. Ein dezentraler, digitaler Identitätscontainer, DID oder wie immer man es dann nennt, Digital Identifier. Und da gibt es mehrere Projekte und Lösungsansätze von Tim Berners-Lee, dem Erfinder des Web, bis hunderte Hackergruppen und Initiativen. Und natürlich kommen dann auch immer also Menschen, die Blockchain-Technologie gut finden oder Krypto und sagen, bauen wir doch ein DID-System auf Blockchain-Basis. Ich würde diese Frage gerne dir als Ersten geben. Tante, was hältst du davon? Man muss bei diesem digitalen Identitäten-Thema sich auch mal die Frage stellen, wofür soll das eigentlich benutzt werden? Es gibt ja auch immer diese Idee, dass es dann irgendwie staatlich verifizierte Identitäten sein sollen. Die EU steckt und auch gerade die Bundesrepublik steckt da auch gerade viel Geld rein, dass irgendwie verifizierbare digitale Identitäten plötzlich genutzt werden. Dann können wir uns halt dieses ganze, ich kann privat oder anonym Dinge tun, in die Haare schmieren. Also von daher, man öffnet da halt auch ein bisschen hässliche Büchsen. Auf der anderen Seite, also gerade Tim Berners-Lee's Solid-Projekt gibt es jetzt schon eine Zeit lang, setzt sich nicht durch, weil es halt einfach auch nicht realistisch ist, das von Leuten zu verlangen. Also ich bin ja einer dieser Idioten, die alles selber hosten. Ich habe meinen eigenen Mail-Server, Web-Server, Matrix-Server, ich habe alles. Also, das ist interessant. Einerseits sagst du, du willst nicht selber auf dein Geld aufpassen, aber dann hostest du alles selber. Ja, aber ich bin Informatiker. Ich kann das und ich kann mich damit beschäftigen. Für mich ist das ja auch ein bisschen Fingerübung und ich will halt sehen, was neue Dienste können. Wenn ich darüber öffentlich spreche, dann habe ich sie gerne mal selber betrieben, um zu sehen, was bedeutet das eigentlich. Ich kann das. Ich habe ein Diplom in Informatik, ich habe da Jahre reingesteckt. Mhm. Das gilt nicht für alle. Wenn jetzt mein Vater, der mich alle Nasen anruft, weil der Drucker nicht richtig druckt, wenn ich dem jetzt sage, hier, da ist jetzt deine digitale Identität und dein verschlüsselter Container und mit dem kannst du jetzt Zugriff auf sonst was gehen, dann wird das nicht funktionieren. Da bin ich nur noch mit Telefonsupport beschäftigt. Mhm. Also diese ganze Idee, dass man alles so ausgliedert und immer diese Leute damit alleine lässt, so, du musst das jetzt alleine, was auch immer bedeutet, das darf man nicht vergessen. Dieses Individualisieren bedeutet immer, du bist selber schuld, wenn es schief geht. Das ist deine Verantwortung. Wenn du auf den falschen Link klickst, ja, oh, dein Problem. Und das ist eben so eine Verschiebung von Verantwortung und von Problemen an Leute, die gar nicht die Fähigkeiten und auch die Zeit und die Ressourcen haben, dem gerecht zu werden. Und losgelöst davon, ob sie das überhaupt wollen. Als Informatiker. Von daher halte ich das so ein bisschen für so ein Holz. Tut der Welt vielleicht als Informatiker ist Blockchain ein Teil der Lösung für Decentralized Identifiers, unabhängig davon, ob du es jetzt gut und machbar findest. Nee, also braucht man dafür, also warum sollte man eine ziemlich unwieldy und jetzt auch nicht so besonders tolle Datenbanktechnologie dafür nutzen, wenn wir halt schon bestehende, ältere, etablierte Technologien haben, mit denen man das abbilden kann. Also man muss sich dafür jetzt nicht diese Blockchain ans Bein binden, wenn man es einfacher haben kann. Mhm. Also wir haben ja Zertifikate und Signaturen und Web of Trust und das ist ja alles kalter Kaffee. Wir benutzen das ja auch. Diese verschlüsselten Websites funktionieren ja genau so. Also da muss man nichts tun, technisch. Und diese grundsätzliche Idee, das Web 3 zu erschaffen, das Web 3, also das herkömmliche Web weiterzuentwickeln in Richtung dezentralisierte Cloud-Speicher, neue Bezahlmodelle für Musik und Video und Dienstleistungen aller Art, das hat für dich auch eher keine Existenzberechtigung, wenn man über Blockchains redet, Web 3? Oder ist das etwas, dem du was abgewinnen kannst? Web 3 ist ja ein tolles Narrativ. Wenn man sagt, es gab Web 2 und da gibt es Probleme und die sind ja korrekt. Also man hat Monopolisierung, man sagt, man kontrolliert den Social Graph, Google kontrolliert bla 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 bla. Und jetzt sagt man, nee, wir müssen das alles, wir müssen da irgendwie was Neues bauen. Aber das ist ja gar nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen halt das reparieren, was wir haben. Das Web, was wir haben, ob man da Nummern dran schreibt oder nicht, ist halt was wir pflegen müssen, weil das ist das, wo wir leben. Und da jetzt noch Hyperfinanzialisierung reinzustecken und jetzt für alles noch irgendwo irgendjemanden zu haben, der die Hand aufhält, meistens jemand, der von Andreessen Horowitz bezahlt wurde, das ist halt ganz offensichtlich ein Holzweg. Dadurch entsteht nicht mehr Zugriff. Dadurch hat auch kein Künstler oder keine Künstlerin mehr Geld in der Tasche am Ende auf der strukturellen Ebene. Was da einfach passiert, ist, dass wir noch mehr Transfer von Geld von unten, von Leuten, die sich diese Tokens kaufen müssen, nach oben. Die Leute, die halt die Tokens haben, sehen. Und von daher ist das grundsätzlich, da wird halt so ein Fortschrittsnarrativ aufgebaut, was Geraldine vorhin auch schon zu Recht kritisierte. Dieses, ja, und dann bald, wir bauen dann alles neu und wir experimentieren hier neue Technologien und dann wird das alles geil. Das interessiert mich nicht. Ich will jetzt ein gutes Web für uns alle haben und ich will jetzt
Zugang für Menschen herstellen. Da will ich nicht in 5 Jahren vielleicht mit Blockchains Leuten die Möglichkeit geben, irgendwas zu tun. Ich will, dass wir uns jetzt darum kümmern, das Ding irgendwie einzuhegen. Und das ist kein technisches Problem, wo man mystische Blockchains braucht. Das ist häufig eher ein politisches und regulatives Problem. Mhm. Darf okay, ich ganz kurz ergänzen? Ja, kurze Antworten noch, dann machen wir noch ein paar Publikumsfragen. Ja, danke, ich stimme allen zu. Ich wollte nur ganz kurz ergänzen. Natürlich ist die Frage, wie wir Identität und wie wir die Selbstbestimmung von Daten im Internet in Zukunft regeln, ein ganz zentrales, worüber sich ja zu Recht viele Leute Gedanken machen. Und da gibt es tatsächlich auch Startups, die auch eben Blockchain-basierte Lösungen erschaffen, die zumindest den Diskurs in eine interessante Richtung vorantreiben. Ne? Startups wie Yolocom oder so zum Beispiel in Berlin. Und ich empfehle dazu einfach die Auseinandersetzung von dieser Perspektive mit Menschen wie zum Beispiel Lilith Wittmann. Das ist eine Spezialistin in dem Bereich, Hackerin, die sich viel mit dieser Frage auseinandersetzt. Wie schaffen wir es, digitale Identitäten so zu schaffen, dass dadurch nicht noch eine zusätzliche Kommunikation, also Kommerzialisierung meiner Identität in Zukunft stattfindet. Und dieses einfach, wir schaffen nochmal einen neuen Markt rund um Identität, sondern dass es tatsächlich so gestaltet wirkt, dass es hier um Selbstbestimmung und Datenhoheiten geht. Ne? Dazu findet man an anderer Stelle noch interessante Aussagen, Artikel, Debatten dazu, wollte ich einfach nochmal als weiterführend, weil wir das jetzt hier nicht abdecken können, weiterführenden Hinweis mit eingeben. Und ich würde auch total zustimmen, ne? Es gibt so viele Dinge, wo eigentlich jetzt schon klar ist, dass wir sie brauchen. Ne? Wir brauchen öffentliche Datenressourcen, um das machen zu können, wovon Maya in ihrer Eröffnungskeynote gesprochen hat, dass wir nämlich ganz anders unsere Ressourcen planen können, dass wir anders unsere physischen Umgebungen mit unserer digitalen Zielen und andersrum in Geilenklang bringen können. Wir brauchen genossenschaftliche Plattformmodelle. Wir brauchen öffentlich-rechtliche Alternativen für das, was wir heute an Medienplattformen haben, wie Netflix etc., die anders unsere globale Kultur darstellen kann. Es gibt so viele Dinge, die auf der Hand liegen, die wir ganz, ganz dringend brauchen, um zu einer besseren digitalen Realität zu kommen. Und es kann sein, dass es auch Raum für unterschiedliche Experimente aus der Richtung geht, aber wenn so viele offensichtliche Bedarfe auf der Hand liegen, warum konzentrieren wir uns nicht auch darauf? Mhm. Und wenn ich da kurz dazu sein darf? Ja, bitte. Dein Abschlussstatement noch zum Thema Dezentralisierung, Web3 oder ja, ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel zum Thema Datenhoheit. Und da gibt es einen ganz guten Link, finde ich, auch zum Grundeinkommen, sage ich mal. Denn diese Daten, ne, wir hören ja auch öfters, Daten sind das neue Gold. Das heißt, die ganzen zentralisierten Unternehmen, die sich da so aufgebaut haben, wie Facebook, Google etc., die ja eigentlich nur auf Grundlage unserer Daten so groß werden konnten, ja, da bieten gerade Blockchains mittlerweile, meiner Meinung nach, auf jeden Fall die Möglichkeit, Tante, korrigiere mich, wenn es da irgendwas Besseres gibt, was dezentral und mir die wirkliche Datenhoheit gibt oder die Kontrolle auch über diese Daten, da zum Beispiel ein Grundeinkommen zu schaffen. Ja? Weil wenn ich jetzt diese Daten kontrollieren kann. Und ich meine, die Unternehmen haben ja ein Interesse daran, wie wir wissen, diese Daten zu erhalten. Und wenn ich die Kontrolle und die Datenhoheit über meine eigenen Daten habe und die über eine Blockchain oder über ein Tokensystem, was ich dann selber verwalten kann, kontrollieren kann, habe ich da natürlich auch neue Einkommenskanäle. Und ich glaube einfach, was für mich wichtig ist oder warum ich mich mit dieser Technologie so auseinandersetze oder da eine Chance sehe, dass wir da wirklich an einem großen Paradigmenwechsel stehen. Und ich möchte maximal in eine Welt geraten, die eine maximale Handlungsfreiheit schafft und kein kompletter Kontrollstaat ist, wo ich irgendwie ein Algorithmus-Zombie werde. Und ich glaube, deswegen muss man sich einfach überlegen, welche algorithmischen Systeme und digitalen Systeme lasse ich in die Gesellschaft rein und mir da überlegen, wo möchte ich hin in der Zukunft? Was bedeutet für mich Freiheit? Und ich glaube, genau das designen wir gerade. So, und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, den Unterschied zwischen einem System wie Bitcoin oder einem E-Euro zu verstehen. Mhm. Danke. Ich würde jetzt gerne Publikumsfragen zulassen. Wir haben 2 Mikrofone im Raum, 2 Menschen, die mit diesen Mikrofonen herumgehen. Bitte aufzeigen, wer eine Frage stellen will. Also ich hätte eine Frage. Hallo übrigens. Hallo. Ein sehr interessantes Panel, danke dafür. Ja, meine Frage betrifft eben diese gesellschaftliche Relevanz und da ist ja auch immer wieder darum gegangen, also ich habe irgendwo gelesen, dass die Geldwirtschaft schon 3-4-mal so groß ist wie die Realwirtschaft und dass sich eben diese Geldströme zentralisieren und die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und da gibt es immer dieses Schlagwort digitale Transaktionssteuer. Was haltet ihr davon und lässt sich das auch auf Bitcoins und Co. umsetzen? Also ich finde es gut, ja. Besteuern grundsätzlich im digitalen Raum ist wahrscheinlich richtig wichtig, genau wie die Regulierung, die gerade stattfindet. Und warum? Ich denke,
ich bin jetzt kein Informatiker, aber ich glaube schon, dass es möglich ist, über den Konsens zu entscheiden oder zumindest die Idee zu präsentieren, sowas mit einzuführen. Und ich glaube, wenn sich die Mehrheit des Netzwerks zum Beispiel jetzt bei einem Bitcoin darauf einigen würde, wird das auch funktionieren. Und ich meine, da gibt es ja zum Beispiel auch die Transaktionsgebühren. Da könnte man jetzt zum Beispiel einfach noch einen Layer draufsetzen. Oder wie siehst du das, Tante? Na, die Frage bei sowas, das technisch lösen zu wollen, würde aber bedeuten, wo gehen die Steuern denn dann hin? Und haben alle dieselben und so weiter. Das ist ja, und dass die Bitcoin-Crowd jetzt wirklich mit den Regulationsbehörden zusammenarbeitet. Und die wollen, also ein Staat will ja keine Shitcoins, die wollen halt Euros oder Dollars oder Pfund oder was auch immer. Die wollen ja Geld und nicht irgendein spekulatives, unreguliertes Asset haben. Ich glaube, dass eine Finanztransaktionssteuer auf jeden Fall ein wichtiger Weg ist. Man muss halt, glaube ich, aufpassen, an der Stelle nicht zu vergessen, dass wir vor allem eben auch eine Vermögenssteuer brauchen. Weil die ganze Kohle, die sich bei bestimmten Leuten angesammelt hat, die wird ja gar nicht so viel transferiert, die liegt da halt rum. Mhm. Und das ist halt ein ganz großer Hebel, an den wir eigentlich ziemlich gut gehen können. Und ich glaube, man braucht halt beides, um diese krasse Ungleichheit, die wir in den letzten Jahren, eher während der Pandemie noch viel extremer aufgebaut haben, wieder zu versuchen, irgendwie einzuhegen. Und Steuern sind Magie. Also Steuern sind in der Sicht wirklich geiler Scheiß. Ich hab eine Frage. Wir haben ja gestern beim Abendessen schon kurz gesprochen und ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, euch alle zu fragen, weil ihr seid ja Experten und Expertinnen. Du hast ja mitbekommen, ich bin Nerd mit Energie. Energie ist mein Thema. Und ich mache natürlich auch ganz viele Experimente. Wenn wir Wasserstoff irgendwo hinstellen, dann ist es ein Experiment. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass wenn das Experiment schief läuft, dass nicht anderen Schaden davon haben. Das heißt, ich muss mir sehr genau davor überlegen, wo kann das hinlaufen? Und wann startet das Experiment und wann endet es? Und die Frage, die ich wahnsinnig gerne mal beantwortet haben würde, geht jetzt ein bisschen wieder um diesen banalen Energieverbrauch. Also ich habe ja verstanden, Bitcoin ist definiert, es gibt nur eine definierte Anzahl, wie viel waren es? 21 Millionen. 21 Millionen. Und dieses System kann ja eigentlich, so ist ja ein Experiment, erst funktionieren richtig, wenn es diese 21 wirklich im Markt gibt. Dann ist es ja wirklich erst fest. Kommt nichts Neues rein, geht nichts raus. Kann mir einer von euch sagen, wie viel Energie braucht der letzte Bitcoin? Wir wissen genau, wann der letzte Bitcoin gemeint wird, nämlich im Jahr 2148, glaube ich. Aber der letzte Satoshi, nicht der letzte Bitcoin. Wie viel Energie braucht er? Es wird ja immer schwieriger. Kann man nicht voraussagen. Es wird, der Schwierigkeitsgrad steigt mit der Zahl der Teilnehmer im Netzwerk. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad kann auch wieder runtergehen. Das ist ein dynamisches System. Den Energieverbrauch können wir nicht voraussagen. Wir können genau voraussagen, wie viele Bitcoins in welchem Jahr existieren werden oder wie viele Satoshis. Aber das Ziel ist ja, dass irgendwann... Der Energieverbrauch korreliert genau mit dem Wert in US-Dollar des Bitcoin. Ein Bitcoin, wenn du für 50.000 Dollar verkaufen kannst, stecken Leute mehr Strom rein, weil es sich immer noch lohnt. Wenn du ihn halt nur für 10.000 Dollar verkaufen kannst, stecken Leute weniger Strom rein. Man sieht das auch bei den Kurven, wie viel Bitcoin verbraucht. Wenn es einen Wertcrash gibt, wird es weniger. Wenn jetzt die Vision, die einige Bitcoin-Extremisten haben, dass das halt das einzige Zahlungsmittel ist, dann wird der so viel Strom verbrauchen wie die EU, der letzte Bitcoin. Wenn das Ding wirklich crasht und es nur noch ein Spielzeug ist, dann gibt es vielleicht nur noch einen, der irgendwo rumsitzt und auf seinem Rechner noch Bitcoin schürft und dann braucht es so viel wie ein Fernseher so ungefähr. Also es ist wirklich einfach, es hängt 100% davon ab, wie viel Tauschwert dieses Ding zu dem Zeitpunkt hat. Das ist ein Energiespeicher, kann man auch wirklich sagen. Also eigentlich kann man Bitcoin... sich als großen Tresor voll mit Energie vorstellen. Aber du kriegst sie ja nicht mehr raus aus dem Bitcoin. Genau, es ist kein Energiespeicher, es ist so ein mythischer Bitcoin-Ersatz, aber der gibt überhaupt keinen Sinn. Die Energie ist halt angezündet. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich hätte nur noch mal abschließendes jetzt ein bisschen Themenwechsel, aber wir sind ja auf einem Musikfestival und ob es irgendwelche Ansätze gibt, du hattest Netflix schon erwähnt, aber was jetzt... Musik, Popkultur und so weiter betrifft, Kultur allgemein, gibt es da irgendwas in Bezug auf Dezentralisierung und Datensicherheit, wo man jetzt ansetzen könnte oder sollte, wenn man sich mit Musik beschäftigt, in dieser Welt lebt? Genau, weil Leute streamen ja und verschicken Musik, verkaufen Musik, promoten Musik etc. Und es ist ja sehr intim auch, sehr intime Daten und so weiter. Ich kann ein Projektbeispiel, wo ich aber gerade nicht den aktuellen Stand von weiß, sagen und daran vielleicht nochmal auch ein Thema anknüpfen. Ich glaube nämlich, dass das, ich glaube, dazu hast du auch in deinem Republika-Talk was gesagt oder vielleicht an anderer Stelle nochmal, Tante, weil wie schaffen wir es, die Inwertsetzung von Kunst in dieser Gesellschaft, ne? Und auch dafür monetäre Ausgleichssysteme zu schaffen für das, was wir konsumieren an Kunst und an Musik
und dass in, vielleicht da auch in den letzten 10 Jahren einfach eine schade ist, was da vielleicht auch für eine Kluft entstanden ist durch bestimmte Diskussionen, die von urheberrechtstragenden Gesellschaften gepusht wurde, wo dann vielleicht ein bisschen eine Entzweiung zwischen der KünstlerInnen-Szene und der digitalen Zivilgesellschaft stattgefunden hat und das ein bisschen ausgespielt wurde, diese Frage, wie kriegen denn eigentlich Leute ihr Geld? Und ein Beispiel, was ich sehr nachvollziehbar fand, war von der Sängerin, Künstlerin Imogen Heap, die versucht hat, einen Blockchain-basierten Urheberrechtstrain sozusagen aufzubauen, der helfen sollte, dass MusikerInnen, gerade auch Studio-MusikerInnen etc. leichter nachvollziehen können, wo werden meine Werke genutzt, eingesetzt und so auch monetarisiert werden können. Das Projekt heißt Mycelia und war sozusagen Idee, ja, so einen Blockchain-basierten Musikkatalog oder Passport aufzubauen. Das ist eins der Hauptprojekte aus dem Musikbereich, die mir geläufig sind. Ein anderes Projekt, das ich mal erlebt habe, hieß BitTunes. Das war so ein Versuch, etwas Ähnliches wie iTunes zu bauen, aber auf Bezahlmodell mit Bitcoin und jeder Musiker behält die Rechte und kriegt auch direkt vom Fan bezahlt. Das war eines von vielen Projekten, aus denen dann, die dann gescheitert sind. Aber von der Grundidee fand ich es recht interessant. Und es gibt natürlich diesen ganzen NFT-Bereich, den wir jetzt ausgelassen haben, der vielleicht für Musiker interessant sein könnte, wenn man es richtig macht. Aber vielleicht sprechen wir darüber in schönen Gesprächen nach dem Panel. Ja, und vielleicht nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr, ich glaube, das Thema wird nicht verschwinden. Die Erfindung Bitcoin oder die Erfindung der Blockchain lässt sich nicht mehr unerfinden und wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren noch darüber sprechen. Es wird spannend, wo das dann sein wird. Ja, wir haben theoretisch noch 3 Minuten. Eine Frage. Erlaubt, dass ich einen Gedanken formuliere, der mir gerade gekommen ist. Und das sind eigentlich 2 Fragen, die ich mir selber stelle und mithin euch. Vielleicht stößt es auf Resonanz. Das eine ist, mir scheint, dass Probleme hinreichender Größenordnung eigentlich nie technische Probleme, sondern immer gesellschaftliche oder politische Probleme sind. Und davon ausgehend, und das frage ich mich nicht erst seit heute und seit diesem Panel, sondern schon länger, brauchen wir erstmal die Technik, die wir haben, die schon da ist, und haben wir die Technik, die wir brauchen? Und brauchen wir für alle Lösungen Technik? Ich mag hier enden, weil das kann man beliebig fortsetzen und ich glaube, das kann man auch beliebig tief bohren. Aber das war meine Resonanz darauf. Danke. Danke. Wichtige Fragen. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen das Panel. Ich danke euch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr, sie auch. Und ja, es war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.